Ja, schönen guten Abend, die Damen und die Herren. Ich begrüße auch die Zuschauer im Stream. Da vorne wird mitgefilmt für alle, die nicht kommen konnten. Zur Lesung gegen Überwachung, eine Aktion vom Bündnis gegen Überwachung, dem sich ganz viele Nichtregierungsorganisationen angeschlossen haben und unter anderem auch wir Piraten. Wir sind auch eine außerparlamentarische Opposition. Und ja, wir haben heute, so wie es jetzt aussieht, bis dato 5 Redebeiträge bzw. Lesebeiträge. Da wäre zum einen die Wild Oat mit ihrem kurzen Essay, einen Ausschnitt aus, darfst du es kurz sagen? Henry David Thoreau, nicht zum Ungehorsam gegenüber dem Staat. Vielen Dank. Danach wäre dann der Joachim dran. Einmal mit David Brin, Existenz, und John Brunners Shotgun weiter. Vielen Dank. Und die Atari Frosch? 1984. Von? George Orwell. Genau. Als nächstes würde ich vorlesen aus dem Buch von Glenn Greenwald über seine Entdeckung, die Snowden ihm mitgeteilt hat. Und als letzter Beitrag kommt der Uwe Stein dran, der dann was vorliest. Alte Texte, ganz alte Texte. Ganz alte Texte, wunderbar. Ich bin sehr gespannt. Dann würde ich dich jetzt bitten, Wild Oat, dich auf unser wunderbar gemütliches Sofa zu setzen und uns teilhaben zu lassen. Dankeschön. Auch wenn ich ein bisschen niedriger hier sitze, ich freue mich, dass ich hier sein kann und hatte die Idee, dass ich doch euch etwas erzählen möchte über Henry David Thoreau. Das ist er. Der hat im 19. Jahrhundert in den USA gelebt und man glaubt es nicht, ist dort sehr, sehr bekannt, hat Gandhi sehr stark beeinflusst, hat Martin Luther King sehr stark beeinflusst, hat unsere 70er-Bewegung unglaublich beeinflusst, die Hausbesetzer, alle wie sie heißen, und trotzdem kennt ihn kaum jemand. Und da wir ja einen sehr mutigen Mann haben, Edward Snowden, der sich gegen den Staat aufgelehnt hat und so mutig war, sein eigenes Leben dafür aufzugeben, habe ich mir gedacht, ich lese mal was Altes vor, aus dem 19. Jahrhundert, das noch brandaktuell ist. Und ich habe gerade eben noch mal nachgesehen, die Pflicht zum Ungehorsam gegenüber dem Staat gibt es sogar als Snowden Edition. Was auch immer das bedeuten mag. Ich werde kurz 3-4 Sätze sagen, wen er beeinflusst hat. Und ich werde auch seinen Namen noch mal nennen, weil ich ein bisschen Werbung machen möchte. Er heißt Henry David Thoreau, geschrieben T-H-O-R-E-A-U. Also er hat da diesen Essay geschrieben, der da genau heißt, über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat, und ist erst dann bekannter geworden, als andere ihn entdeckt haben. Und unter anderem hat Gandhi Teile aus diesem Essay veröffentlicht 1907 und hat das als Pflichtlektüre für seine Anhänger erklärt. Eine Pflichtlektüre von Gandhi. Dann hat 1944 Martin Luther King während seines Studiums dieses Essay entdeckt und hat nach einem Busboykott, den er wohl gemacht hat, ein Schlüsselerlebnis für die Bürgerrechtsbewegung in Amerika gesagt: Der Gedanke, dass man sich weigern sollte, mit einem bösen Staat zusammenzuarbeiten, faszinierte mich so sehr, dass ich das Werk mehrmals las. Thoreau hat die Widerstandsgruppen gegen die deutsche Okkupation in Frankreich, Dänemark und den Niederlanden, aber auch die Arbeiterbewegung in England nachweislich beeinflusst. Tolstoi, Proust, Hesse, Buber und viele andere haben seine Schriften gepriesen. Und so weiter und so fort, also auch in Deutschland, aber er gerät ja leider hier in Vergessenheit. Ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Und ich werde jetzt nur eine kurze Passage aus seinem Werk vorlesen, die passt zu dem, warum wir heute da sind und warum ich persönlich gerne Edward Snowden einfach nochmal würdigen möchte, weil er sich aktiv und nicht nur durch Worte, sondern durch Taten gegen Überwachung wehrt. Könnte es nicht eine Regierung geben,
in der nicht die Mehrheit über Recht und Unrecht befindet, sondern das Gewissen? In der die Mehrheit nur solche Fragen entscheidet, für die das Gebot der Nützlichkeit gilt? Muss der Bürger auch nur für einen Augenblick oder im geringsten Maß sein Gewissen an den Gesetzgeber abtreten? Wozu hat denn jeder Mensch ein Gewissen? Ich meine, wenn wir zuerst Menschen sein sollten und danach Untertanen. Wir sollten weniger den Respekt vor dem Gesetz pflegen als den Respekt vor dem Recht. Die einzige Verpflichtung, die ich rechtens eingehen kann, ist die, jederzeit das zu tun, was mir recht erscheint. Eine Körperschaft habe kein Gewissen, sagt man. Und das stimmt auch. Doch eine Körperschaft, die aus gewissenhaften Menschen besteht, ist eben eine Körperschaft mit Gewissen. Das Gesetz hat die Menschen auch nicht um einen Jota gerechter gemacht. Gerade weil sie es so sehr achten, werden sogar diejenigen mit guter Gesinnung täglich zu Handlangern des Unrechts. Auch für das rechte Stimmen heißt nichts dafür tun. Damit bringt man nur vage den Wunsch zum Ausdruck, dass es sich durchsetzen möge. Ein Weiser wird die Gerechtigkeit nicht der Gnade des Zufalls überlassen, noch wird er wollen, dass sie sich durch die Macht der Mehrheit durchsetzt. Unter einer Regierung, die irgendeinen Menschen unrechtmäßig einsperrt, das ist jetzt kurz eine Passage, der Thoreau hat keine Steuern bezahlt, das ist sein Widerstand gegen den Staat, weil die Sklaverei herrschte in den USA. Und kam dadurch ins Gefängnis, eine Nacht zwar nur, aber er hat gehandelt. Und als er dann im Gefängnis drin war, hat er sich halt so Gedanken darüber gemacht, die Leute haben ihn darauf angesprochen und daraufhin bezieht er sich jetzt. Man darf also gerne Überwachung und Sklavenhaltung austauschen, gedanklich kurz. Unter einer Regierung, die irgendeinen Menschen unrechtmäßig einsperrt, ist der angemessene Ort für einen Gerechten ebenfalls das Gefängnis. Es ist das einzige Haus in einem Sklavenstaat, in dem ein freier Mann in Ehren wohnen kann. Wenn jemand meint, dass er dort keinen Einfluss mehr habe und dass seine Stimme das Ohr des Staates nicht mehr erreiche und seine Gegnerschaft in Gefängnismauern zunichte würde, dann weiß er nicht, um wie viel stärker die Wahrheit ist als der Irrtum. Um wie viel ausdrucksvoller und wirksamer der die Ungerechtigkeit bekämpfen kann, der sie am eigenen Leib erfahren hat. So, und dann ist noch eine kurze Passage und dann ende ich auch. Wirf deine ganze Stimme, nicht nur ein Papierschnitzel, sondern dein ganzes Gewicht in die Waagschale. Eine Minderheit ist machtlos, wenn sich die Mehrheit anpasst. Sie ist dann nicht einmal eine Minderheit, aber sie ist unwiderstehlich, wenn sie sich mit ihrem ganzen Gewicht dem Getriebe entgegengesetzt. Vor die Wahl gestellt, ob er alle anständigen Menschen einsperren oder Krieg und Sklaverei aufgeben soll, würde der Staat mit seiner Antwort nicht zögern. Wenn 1000 Menschen in diesem Jahr ihre Steuern nicht zahlen würden, so wäre das keine gewaltsame und blutige Maßnahme. Also es geht noch so ein bisschen weiter. Es geht einfach darum, dass man dann sagt zum Schluss, man verweigert sich sozusagen, die Steuern zu bezahlen. Und wenn dann ein Steuereinnehmer oder ein anderer Beamter mich fragt, wie es einer tat, aber was soll ich denn tun, ich als Beamter? Dann wäre meine Antwort, wenn Sie wirklich etwas tun wollen, legen Sie Ihr Amt nieder. Wenn der Untertan den Gehorsam verweigert und der Beamte sein Amt niedergelegt hat, dann ist die Revolution an ihrem Ziel. Das ist das, was Edward Snowden getan hat gegen die Überwachung. Er hat sein Amt niedergelegt. Das wollte ich einfach nur sagen. Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo Stream.
Zum Lesen braucht man immer den literarischen Urstoff, den Neurotransmitter Rotwein. Ich habe euch zwei Sachen mitgebracht. Das sieht jetzt eher so ein bisschen klopperig aus. Einmal den Roman Existenz von David Brin und den Roman Der Schockwellenreiter von John Brunner. Und ich werde aus beiden kurze Passagen vorlesen. Zunächst, wer ist David Brin? David Brin gilt zurzeit als einer der einflussreichsten amerikanischen Science-Fiction-Schriftsteller. Er rangiert unter dem Etikett The 3B zusammen mit Greg Benford und Gregory Benford und Greg Beer haben die drei vor einigen Jahren versucht, den Foundation-Zyklus von Asimov mit einer Fortsetzung zu beehren. Also den Kosmos eines fremden Autors zu ergänzen durch eigene Ideen. Und in dem Roman Existenz geht es überhaupt nicht um Überwachung. Ich habe den auch noch gar nicht ausgelesen, aber es ist einer der wenigen Romane, wo mir spontan beim Lesen der Bleistift in die Finger gerutscht ist, um Stellen anzustreichen. Es geht um Aliens, die irgendwelche Kristalle im Erdorbit hinterlassen haben und die dann halt irgendwie entdeckt und bearbeitet werden sollen. Aber hier geht es darum, in dieser Szene, die ich vorlesen werde, dass ein etwas renitenter Filmautor und Fernsehjournalist, hallo, wir wünschen uns viel mehr renitente Journalisten, namens Hamish Brookman auf einem Bankett einer reichen Clique landet. Ein Gong erklang und rief die Gäste in einem Bankettraum so groß wie ein Hangar für Privatjets. Ein livrierter Bediensteter hielt einen aus dem Mittelalter stammenden Zisterzienserstuhl für Hamish und blieb während der ganzen Mahlzeit in der Nähe, füllte goldgeränderte Kristallkelche und servierte die einzelnen Gänge auf Tellern aus verglastem Mondgestein. Das berühmte Tafelgeschirr, das Rupert Glaucus Worthington in Auftrag gegeben hatte, als die NASA ihre Sammlung von Mondsteinen versteigerte, um Schulden zu bezahlen. Es war alles wunderbar exzessiv, aber Hamishs Staunen galt vor allem den Bediensteten. Wie in aller Welt kriegen sie es hin? Es waren nicht die Kosten. Wenn man mehr Geld hatte, als man zählen konnte, war es kein Problem, für alles Hilfe zu bekommen. Nein, es waren Vertraulichkeit und Diskretion, die sich mit Geld allein nicht kaufen ließen. Je mehr Personen bei einem Gespräch anwesend waren, desto größer wurde die Wahrscheinlichkeit, dass etwas durchsickerte, von Gerüchten bis hin zu detaillierten Aufzeichnungen. Zwar gab es in diesem Zusammenhang klare Regeln und außerdem auch eine Faraday-Abschirmung, um das Weltnetz draußen zu lassen, aber jeder in diesem Raum konnte irgendein neumodisches Gerät bei sich haben. Die Technik entwickelte sich so schnell, dass man nie ganz sicher sein konnte. Ein kleines Start-up-Unternehmen, irgendwelche gerissenen Amateure oder sogar eine armselige Regierung konnten für kurze Zeit die Oberhand gewinnen. Hamish fragte sich, wie die obersten Familien der Klade, die Glaucus Worthingtons, die Binjalis, die Bogolomovs, die Dupont von Essens, die Wu Changs und so weiter, so viele Personen an diesem Treffen teilnehmen lassen konnten. Selbst wenn das Hauptthema für den kommenden Tag reserviert blieb und die Dinner-Etikette dafür sorgte, dass die Gespräche am Tisch kaum über seichte Konversation hinausgingen. Es bestand die Gefahr, dass jemand zu viel trank und etwas ausplauderte. Bei der Suppe sprach Hamish mit einer Sozialpsychologin aus Dharamsala, blieb aber in Gedanken versunken. Vielleicht werden die Bediensteten hypnotisch blockiert, um ihre Verschwiegenheit zu garantieren. Das mag fast überall illegal sein, aber die Schweiz und Liechtenstein haben sich nie der EU angeschlossen. Oder sie werden in Aktien bezahlt, die erst in einigen Jahren verkauft werden können und nur dann, wenn alle Loyalitätsverpflichtungen respektiert worden sind. In diesem Zusammenhang gab es eine Methode, die eine gewisse Klasse hatte. Man nehme irgendein abgelegenes Dorf, heimgesucht von Armut, Krankheit und Hoffnungslosigkeit. Man investiere dort genug Geld für Schulen, Krankenhäuser, Arbeit und Stipendien für intelligente junge Leute. Man fördere einen lokalen Kult der Dankbarkeit. Das Ergebnis? Ein guter Vorrat an zuverlässigen, treuen, dankbaren Helfern. Und gute Publicity bekam man obendrein. Oder man könnte zu einem altmodischen Mittel greifen, Erpressung. Verrate uns und wir sagen der Polizei, was du getan hast. Hamish musterte den für ihn zuständigen Bediensteten und fand, dass er ziemlich tough wirkte unter der seidenen Uniform und all der geschmeidigen Aufmerksamkeit. Hamish trank Wein und während der Mann sein Glas füllte, bemerkte er auf dem Handrücken des Bediensteten schwache Zeichen einer entfernten Tätowierung,
Vielleicht ein Hinweis auf eine problematische Vergangenheit? Mit einer Brille könnte ich das Muster analysieren. Aber es ist interessanter, die einzelnen Teile auf die altmodische Art und Weise zusammenzufügen. Hamish amüsierte sich prächtig und machte sich im Geiste eine Notiz nach der anderen, mit der Absicht, später von seinen Assistenten entsprechende Recherchen anstellen zu lassen. Leser und Zuschauer liebten solche Sachen. Sein reicher Bösewicht musste natürlich aus einer anderen reichen Gruppe stammen. Vielleicht ein naderitischer Tech-Milliardär, ein reicher wahnsinniger Wissenschaftler oder das Mitglied einer geheimen liberalen Verbindung. Gewiss niemand aus dieser Klade. Jetzt nicht mehr, denn immerhin schickte sich diese Crème de la Crème an, ein Bündnis mit Tenks Watawa zu schließen. Unterdessen schwatzte die Soziologin zu seiner Linken über das Referat, das sie am kommenden Tag halten wollte. Über neokonfuzianische pragmatische Ethik und die neue Pyramide. Hamish fühlte sich so gut, dass er nicht fragte, wo sie den letzten Teil des Titels abgeschrieben hatte. Wissen Sie, Mr. Brookman, wenn die Aufklärung verschwindet, verändert sich auch die rautenförmige Gesellschaftsstruktur, die bisher von einer großen, kraftvollen Mittelschicht dominiert wurde. Diese Struktur förderte Dynamik und Kreativität, aber auch fahrige Launenhaftigkeit. Die kitschige Kultur und unbeständigen Angewohnheiten, die unser ewig jugendliches Amerika befallen haben. Hamish antwortete mit einem höflichen Lächeln, was die Soziologen fälschlicherweise für ein Zeichen großen Interesses hielt. Sie wackelte mit den Fingern, deren Nägel sorgfältig bemalt waren. Eine solche Art von sozialer Ordnung ist instabil, zu abhängig von einem hohen Bildungsniveau, von Anstand, Vertrauen und einer gemeinsamen Zielstrebigkeit. Wie im alten Athen oder in Florenz ist es leicht, die Bourgeoisie dazu zu bringen, über Banales zu zanken. Man bringe sie dazu, zu heftig auf eine übertriebene Gefahr zu reagieren und alles andere zu ignorieren. Die Soziologin bemühte sich sehr, Hamishs Aufmerksamkeit zu behalten. Sie lächelte und neigte den Kopf immer dann, wenn er den Blick von seinem Teller hob. Dieser Gang bestand aus Fisch, pochierter Gelbschwanz-Riffbarsch, sehr teuer, mit einem Hauch echtem Safran. Höflich begegnete er ihrem Blick und stellte fest, dass sie attraktiver war, als er es zunächst den Anschein gehabt hatte. Hamish trank einen weiteren Schluck Wein und ließ sich das Glas vom Kellner nachfüllen, während die redselige Dame fortfuhr. Wie schon Plato lehrte, braucht eine stabile Gesellschaft eine breite Basis, die nach oben hin immer schmaler wird und deren Spitze aus einer superqualifizierten herrschenden Klasse besteht, aus Personen, die für Führung geboren und ausgebildet sind. Selbst unter dem sogenannten sowjetischen Kommunismus konzentrierte sich die Macht nach kurzer Zeit bei einigen hundert Familien der Nomenklatura. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine klassische feudale Gesellschaft, trotz aller oberflächlichen gleichmacherischen Rhetorik. Glaubt sie, dass ich das nicht weiß? Fragte sich Hamish. Während er langsam nickte, ohne den Blick von ihr abzuwenden, lauschte er den anderen Gesprächen am Tisch. Hinter ihm wiederholte ein brasilianischer Düngemittelmagnat Vermutungen über das außerirdische Artefakt, die schon vor Stunden uninteressant geworden waren. Auf der anderen Seite des Tisches sprach ein Eierkopf aus Tenzk Watawas Ideenfabrik über wahrscheinlichkeitsgewichtete Verantwortung, über die Vorstellung, nach der Wissenschaftler und Innovatoren Versicherungen abschließen oder Anleihen kaufen sollten für den Fall, dass sich negative Konsequenzen aus ihren Entdeckungen ergaben. Eine solche Entwicklung sollte dazu führen, dass die Betreffenden vor gefährlichen Experimenten gründlich überlegten. Eine Version des Vorsorgeprinzips, die eine Beweislast für jene verlangte, die Veränderungen bewirkten. Eine interessante Alternative zu den vorgeschlagenen wissenschaftlichen Gerichten. Diese Regelung würde es Risikomärkten überlassen, den Fortschritt zu steuern, anstatt dafür einen lenkenden bürokratischen Apparat zu bemühen. Clever, aber jetzt ein Rohrkrepierer, da die reichsten Familien auf der Erde beabsichtigten, sich den Abkehrern anzuschließen. Die Oligarchen von morgen würden keine Marktmethoden verwenden. Die Bürokratie ließ sich leichter kontrollieren. Alles deutet also auf eine Umkehr hin, auf eine Rückkehr zur pyramidenförmigen Klassenstruktur. Aber mit welcher Art von sozialer Pyramide werden wir es zu tun bekommen, fragte die Soziologin, davon überzeugt, Hamishs ungeteilte Aufmerksamkeit zu haben. Sie flirtet mit mir, dachte Hamish. Tja, das ist eine gute Frage, erwiderte er und merkte dabei, dass ihm die Zunge schwer wurde. Der Wein ist zu gut. Du solltest ihn nicht hinunterstürzen, sondern in kleinen Schlucken genießen. Ja, die Frau nickte nachdrücklich, wobei ihre goldenen Halsketten klirrten. Sie lächelte übertrieben herzlich und zeigte dabei zu weiße Zähne, aber Hamish begann trotzdem Gefallen daran zu finden.
Möchte unsere aufstrebende Aristokratie wirklich die Fehler wiederholen, die das gemeine Volk veranlasste, 1789 in Frankreich und 1917 in Russland zu rebellieren? Welchen Sinn hat es, all das Geld und all die Macht zu haben, wenn es schließlich damit endet, dass man auf einem Dunkkarren zum Richtblock gebracht wird? Darauf wusste Hämisch eine Antwort. Ludwig XVI. Und Zar Nikolaus waren durch Inzucht erzeugte geistige beschränkte Narren. Außerdem verfügten sie nicht über moderne Werkzeuge der Macht. Es gab keine Minikameras überall auf der Welt, keine unschlagbaren Lügendetektoren. Und es gab auch keine künstliche Intelligenz, fügte Hämisch in Gedanken hinzu. Aber verzichten wir darauf, diesen dritten Punkt zu nennen, gehen wir von Top-Down-Kontrolle aus. Nun, da haben Sie recht, räumte die Soziologin ein. Allerdings sind die Kameras und Wahrheitsmaschinen derzeit für den ersten Stand ebenso lästig wie nützlich. Sie werfen ihr Licht nicht nur nach unten, sondern manchmal auch nach oben. Ja, aber es ist nur nötig, die Reziprozität zu durchbrechen, sagte Hämisch. Indem man die Informationen kontrolliert und sicherstellt, dass sie nur in eine Richtung fließen. Man übernehme die Datenbanken. Man erfinde Gefahrensituationen, damit die Öffentlichkeit paternalistischen Schutz akzeptiert. Man sorge dafür, dass viele Privacy-Gesetze ausgehebelt werden und öffne dann einige Türen, damit die Elite alles sieht, ohne selbst gesehen zu werden. Natürlich steckt noch mehr hinter dem Programm, fuhr Hämisch fort und kam in Schwung. Die Kasten der Klugscheißer und Besserwisser werden erkennen, was geschieht und laut darüber klagen. Also sät man populistischen Groll gegen Wissenschaftler und andere Profis, bezeichnet sie als selbstgefällige Eliten. Und schließlich, wenn die Beamten und Techs das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren haben, trenne man die anderen Stände vom Informationskreislauf, übernehme die vollständige Kontrolle über Kameras und Geheimdienste und voilà, eine Tyrannei, die Jahrtausende stabil sein kann. Die Frau starrte hämisch an. Nun, so würde ich es nicht ausdrücken. Worauf es ankommt, wenn die Leute ganz oben alles sehen, wie könnten Leute in der Art von Lenin oder Robespierre dann auch nur anfangen, Unruhe zu stiften? Hämisch lächelte, trank erneut einen Schluck und spürte, wie die leidenschaftlichen Worte seine Wangen heiß werden ließen. Er kam sich plötzlich vor wie bei der Präsentation eines neuen Filmprojekts einem Produzenten gegenüber, wenn er innerhalb weniger Sekunden eine Handlung schilderte, die auf Leinwand und Bildschirm sehr eindrucksvoll sein würde. Eine Geschichte, die das menschliche Wesen mit Historischem verwob und, nun, der größte Teil davon war in der modernen Welt bereits Wirklichkeit geworden. Die Soziologin blinzelte mehrmals. Ich bin mir nicht sicher, ob Plato das Wort Tyrannei verwendet hätte. Ups, Hämisch merkte plötzlich, dass die anderen zuhörten und seinem Wortschwall gefolgt waren. Verdammt, ich bin so sehr dem Story-Modus verfallen, dass ich die Aristos der Klade als Schurken dargestellt habe. Der nächste Schritt hätte darin bestanden zu erklären, wie drei Helden die Diktatoren stürzen, in weniger als 90 Minuten Filmzeit. Er stocherte auf seinen Teller und überlegte. Wie konnte er sich herauswinden? Nein, natürlich nicht, murmelte er, nachdem er gekaut und geschluckt hatte. Totale Sicherheit dieser Art würde wahrscheinlich dazu führen, dass zukünftige Herrscher ihre Herrschaft weniger streng gestalten. Die von George Orwell beschriebene eiserne Faust wäre gar nicht nötig. Warum sich die Mühe machen? Perfekte Herrscher, die alles wissen und nichts zu befürchten haben, müssen nicht brutal sein. Sie würden es vielleicht mit einem platonischen Paradies versuchen. Aber bitte, drängte er, erklären Sie mir, wie konfuzianische Prinzipien eine pyramidenartige Gesellschaftsstruktur verbessern könnten. Die Soziologin nickte und war doppelt froh. Einerseits konnte sie wieder über ihr Lieblingsthema reden und andererseits bedeutete es, dass Hämisch schweigen und zuhören würde. Wie ich schon sagte, Mr. Brookman, mit einem besonders bezaubernden Lächeln berührte er ihre Hand. Nennen Sie mich Hämisch. Sehr gern, Hämisch. Das Gesicht der Soziologin verfärbte sich ein wenig und sie lächelte scheu und reizend, bevor sie fortfuhr. Damals im 20. Jahrhundert dachten die Regierenden von Singapur, Japan und China über nicht-westliche Möglichkeiten nach, eine komplexe moderne Gesellschaft zu verwalten. Sie fanden die Aufklärung des Westens viel zu dreist und unvorhersehbar. Und deshalb entwickelten sie clevere Methoden, Technik, Wissenschaft und gewisse Aspekte von Kapitalismus und Demokratie in eine soziale Ordnung zu integrieren, die im Wesentlichen traditionell und pyramidenförmig blieb, ohne das Chaos und die Konflikte, die in Amerika und Europa herrschten. Viele ihrer Inspirationen stammten aus der asiatischen Geschichte, die längere stabile Phasen aufweist als die der westlichen Länder.
Ja, sicher, dachte Hamish, während die Frau sprach. Aber spielt dies alles noch eine Rolle, wenn intelligente Maschinen auf der Bühne des Geschehens erscheinen? Zweifellos haben sie bestimmte Prioritäten und die erste von ihnen dürfte aus einer gut geordneten, berechenbaren Menschheit bestehen. Sie werden nicht versuchen, uns auszulöschen oder zu versklaven, obwohl ich dieses Klischee in meinen Büchern und Filmen oft aufgegriffen habe. Nein, sie werden wollen, dass wir ruhig sind, von uns selbst regiert, damit sie uns leicht nach ihren Vorstellungen formen und lenken können. Hamish hatte Jahre gebraucht, um zu diesem Schluss zu gelangen und nachdem er viele Jahre künstliche Intelligenz vollständig abgelehnt hatte. Erst seit kurzer Zeit fand er sich mit dem Unvermeidlichen ab und inzwischen wusste er, welche Logik auch immer für andere Eliten gilt, sie betrifft ebenfalls die neuen KI-Herren. Sie werden wollen, dass wir ihnen den Zehnten bezahlen, dass wir Ressourcen mobilisieren, um ihre Leidenschaften und Ziele zu unterstützen. Abgesehen davon werden sie wollen, dass ihre menschlichen Vasallen zufrieden sind. Dass sie vielleicht sogar glauben, das Heft noch immer in der Hand zu haben. Das wäre David Brin. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ja. John Brunners Schockwellenreiter. Brüller hätte ich beinahe gesagt. Ich muss an der Stelle, es ist ein Brüller. Der Roman ist 1975 geschrieben und ist keine Dystopie, also nichts Dreuendes, sondern eine Utopie, die Revolution über Hacking nachher zum Ausdruck bringt. 1975 war noch kein Internet in Sicht, noch nicht mal der PC. Deswegen ist in dem Roman von Konsolen und dem Datennetz die Rede. Er wird... Ich lese am besten mal den Klappentext vor und gehe dann in eine Szene rein. Es kommen diverse Firmennamen vor, die euch nicht sofort erklärlich sind, aber ich denke, das ist nicht der Punkt. Wenn es ein Phänomen wie das absolute Böse überhaupt gibt, dann besteht es darin, einen Menschen wie ein Ding zu behandeln. Es sind diese entsetzlich tüchtigen Leute, die mit ihren präzise funktionierenden Fischgehirnen Menschen auf Stückgut, auf Menschenmaterial, auf Zahlenkombinationen reduzieren, um sie in den Griff zu bekommen, um sie als numerische Größen in ihren Kalkülen handhaben zu können. Die Hauptperson dieses Romans, das ist zufällig natürlich, heißt Nick Haflinger. Ich fange mal damit an. Er ist als Waisenkind in eine Eliteschule gekommen, von denen es 3 oder 4 in den USA gibt, um bürokratische und Führungseliten heranzuzüchten, gerade mit Menschenmaterial, was besonders beeinflussbar ist, nämlich Kinder ohne Eltern, wo man auch andere Experimente gemacht hat und er ist irgendwann ausgebüxt und hat sich durch sein Hacking-Talent immer mit einer elektronischen Tarnkappe versehen, dass er quasi immer untergetaucht ist. Nun hat er das Problem, dass er sich irgendwann verliebt und in dem Moment muss er sich outen und wird geschnappt von einem Verhörspezialisten zugeführt, der amerikanischen Regierung, der mit ganz, ganz sanften Methoden quasi nicht nur den Körper, sondern auch die Seele entkleidet, bis sie völlig nackt ist, indem er quasi den Gedächtnisinhalt von Nick Haflinger auf den Schirm bringt. Nur durch das, was dieser Verhörspezialist, ein gewisser Paul Freeman, ein Schwarzer, den ich mir so vorstelle wie Morgan Freeman mit Glatze, mit gespannter Gesichtshaut, so richtig streng, oder wie diesen Broyles aus Fringe, bis er irgendwann kippt. Ina spürte, wie ihre Wangen erbleichten, als sie sich Rico Posta zuwandte. Es gelang ihr jedoch, ihre Stimme in normaler Tonhöhe und Klangfülle zu halten. Rico, ganz gleich, was du und der Rest des Personalrats daherreden mögt, Kate ist meine Tochter. Du gibst eine Nachprüfung dieser falschen Daten über die angebliche Benutzung ihres Codes in Zwischenheim, das ist ein Ort. Wer sagt, dass sie falsch sind? Unsere eigenen Computer. Aha. Ein von Sandy Locke, das ist ein Pseudonym von Nick Haflinger, fabriziertes Programm behauptet es und er hat sich als Gauner erwiesen und solange er der Firma Millionen pro Jahr einsparte, hast du ihn nicht als Gauner angesehen. Andernfalls wärst du nicht unter den Ersten gewesen, die dafür waren, ihn zum Semipermanenten vorzuschlagen. Nun ja, ich, sie beugte sich mit ernster Miene vor. Rico, da ist eine ganz schmutzige Geschichte im Gange. Du weißt es, obwohl du dich noch dagegen sträubst, es dir einzugestehen. Hast du in letzter Zeit mal versucht, über Sandy Daten abzurufen? Um ehrlich zu sein, ja. Und es existieren keine, oder? Nicht einmal ein Todesvermerk. Er kann ja ins Ausland gegangen sein. Ohne Reisepass? Ein Schweigen schloss sich der Frage an, das zu knistern schien wie die elektrischen Spannungen vor einem Gewitter. Hast du je ein Buch mit dem Titel 1984 gelesen? Fragte schließlich Ina. Sicher, in einem Literaturseminar.
Rico spitzte die Lippen und starrte ins Nichts. Ich verstehe, was du meinst. Du denkst, er ist zur Unperson erklärt worden. Genau, und ich glaube, mit Kate hat man das Gleiche angestellt. Er musste schlucken. Ich würde so etwas tatsächlich nicht in den Bereich des Unmöglichen verweisen, angesichts dessen, was man so im Allgemeinen über diese Bande in Washington weiß. Sag mal, weißt du was? Ab und zu habe ich Albträume. Ich tippe meinen Code ins Gerät und dann bekomme ich die Auskunft gelöscht. Mir geht's genauso, sagte Ina. Und ich bezweifle, dass wir die Einzigen sind. Von neuem zu gedeihen begonnen. Das ist jetzt Nick. Seit damit aufgehört worden war, täglich seinen Schädel zu rasieren, hatte die Kopfhaut zu jucken angefangen. Bisher hatte er der Versuchung widerstanden, sich zu kratzen. Aber dann und wann konnte er es doch nicht anders und schabte sich wenigstens ein bisschen am Kopf. Er konnte sich vorstellen, dass er auf seine Beobachter, von denen er zwar wusste, dass es sie gab, jedoch nicht die Identität kannte, den Eindruck erweckte, als gäben ihm die Informationen, mit deren Kenntnisnahme er sich befasste, Rätsel auf. Er hielt sich durch die 3DF-Nachrichten auf dem Laufenden. Seit seiner Verlegung in diese komfortable Unterkunft verbrachte er viel Zeit damit, sich über die Entwicklungen draußen in der Welt auf dem neuesten Stand zu halten. In Wahrheit allerdings desorientierte ihn, was er erfuhr, nicht im Mindesten. Zu berichten gab es verschiedenerlei Dinge, neuerliche Verschiebungen in den Allianzen Lateinamerikas, wieder ein Ausbruch von verbotenem Dschihad im Jemen, ein neues Produkt, zu dem die Bundesdrogenbehörde ihre Bedenken äußerte, etwas, das man einen AC-Gruppengranulator nannte und das Gemüse im Eiweißgehalt mit Fleisch vergleichbar machen sollte. Doch das gewohnte Gesamtbild war unweigerlich bestehen geblieben. Wie lange noch, o Herr, murmelte er mit schiefen Grinsen in die Luft. Wie lange noch? Nach seiner insgeheimen Einschätzung nicht allzu lange. Und wie zur Bestätigung darauf knackten an der Tür die Schlösser. Er sah sich um, in der Erwartung, den bewaffneten Mann in Weiß zu sehen, der kam, um ihn wieder einmal irgendwo hinzugeleiten. Zu seiner Überraschung war der Besucher jedoch Freeman selbst. Und er kam allein. Er schloss sorgfältig die Tür, ehe er den Mund öffnete. Und als er es tat, sprach er in vollkommen gleichmütigem Tonfall. Wahrscheinlich haben Sie bemerkt, dass ich gestern Abend die Belieferung Ihrer Unterkunft mit Getränken genehmigt habe. Ich benötige jetzt einen kräftigen Schluck, am liebsten Whisky mit Eis. Ich nehme an, Sie sind nicht hier? Was? Ach so, Freeman grinste greulich. Seine Gesichtshaut spannte sich so straff über die Knochen, dass man meinte, sie müsse reißen. Völlig richtig, die Monitoren werden unterdessen mit einer Ladung absolut glaubhafter Fiktionen beschickt. Dann meinen Glückwunsch. Was meinen Sie? Das hat ihrerseits jede Menge an Zivilcourage gebraucht. Den meisten Menschen fehlt der Mumm, um unmoralischer Befehlsgewalt ungehorsam entgegenzusetzen. Langsam im Verlauf mehrerer Sekunden verwandelte sich Freemans Grinsen in ein Lächeln. Gottverdammt, Haflinger, sagte er, oder wie Sie sich nennen mögen. Ich habe wie ein Besessener darum gerungen, sachlich zu bleiben, aber ich habe es nicht geschafft. Irgendwie kann ich Sie gut leiden. Ich kann es nicht ändern. Verdrossen trat er gegen die Sitzfläche eines Sessels, sodass dieselbe sich drehte, und er ließ sich hineinfallen. Verraten Sie mir eines, sagte er etwas später über gefüllten Gläsern. Welcher Reflex ist durch wen angesprochen worden, damit diese Reaktion entstand? Freeman bog den Kopf rückwärts. Sie brauchen durchaus nicht über mich zu spotten. Sie können nicht das Verdienst für alles beanspruchen, was in meinem Kopf vorgegangen ist. Wenigstens sprechen Sie von einem Verdienst, nicht von Schuld. Ich vermute, Sie haben erkannt, dass Sie die Leute verabscheuen, die Ihnen Ihre Befehle erteilen. Ja. Mein letzter Strohhalm ging mir flöten, als man sich dazu entschloss, Kate Lilleberg herzubringen. Sie hatten recht, es war nicht meine Idee. Also tat ich, was man mir sagte, nicht mehr und nicht weniger. Und der Regierungsbeamte heißt Harz mit TZ. Und Harz hat Sie angeschissen, weil Sie nicht gewitzter waren als er. Sehr ärgerlich, nicht wahr? Schlimmer, viel schlimmer. Seine knochigen Finger ums Glas gekrampft, beugte sich Freeman vor. Sein Blick schweifte in die Leere. Über alle Meinungsverschiedenheiten steht für mich eines fest, dass wir nämlich unbedingt Weisheit brauchen, verzweifelt benötigen. Ich habe eine Vorstellung davon, wie sie sich manifestieren könnte. Harz nicht. Ich glaube, Sie haben auch eine. Und was Kate angeht, seine Stimme sank herab. Kate Lilleberg ist ein weiser Mensch, das steht außer Frage. Ich sehe mich gezwungen, Ihnen beizupflichten. Mit einer Spur von Widerwillen. Und infolgedessen, nun, Sie haben es ja gesehen. Was sollte man anders erwarten?
Und das meine ich durchaus nicht sarkastisch. Genau wie meine Einberufung ans Turnover, das ist eine dieser Regierungsorganisationen, absehbar war, sobald sie von meiner Existenz erfahren hatten, so voraussehbar war Kates Verhaftung, sobald denen aufgefallen war, indem sie in meinem Dunstkreis auftauchte. Ich habe den Eindruck, sagte Freeman nach kurzem Zögern, dass sie mich nicht länger zu denen rechnen. Sie haben sich davon gemacht, was? Ha, das kann man sagen. Er leerte sein Glas und lehnte das Nachfüllen ab. Nein, aber ich werde es arrangieren. Ich weiß schon wo. So etwas kann einfach noch nicht richtig sein. Es kann unmöglich richtig sein. Was zum Teufel hatte sie denn getan, um ohne jedes gerichtliche Verfahren eine so unendliche Erniedrigung zu verdienen, verhört zu werden, bis ihre Seele so nackt ist wie ihr Körper? Irgendwo sind wir aus den Gleisen gesprungen. So weit hätte es nie kommen dürfen. Im Folgenden hilft der Freeman dem Haflinger auszubüchsen, und auch diese Kate, und die drei starten eine Revolution im Netz, indem sie einen Virus in dem Roman Bandwurm, 1975 wohlgemerkt, noch kein PC, ins Netz einschleusen, der Informationen aus Regierungsbehörden nach außen trägt. Eine beunruhigende Nachricht aus der Nachtpostspule. Herkunft: bioexperimentelles Laboratorium Tarnover, Aktenzeichen K3E2. Gegenstand: genetische Modifikation in vitro, Projekt Nummer 38. Natur: kontrollierter Austausch von Genen bei Keimzellenvereinigungen. Chirurgen: Dr. Jason Saville, Dr. Maud Crowther. Leitender Biologe: Dr. Phoebe Wimper. Mutter: anonyme Freiwillige, GOL, $800 pro Woche ein Jahr. Vater: Freiwilliger des Personals, $1,000 Pauschalentgelt monatlich. Embryo: weiblich. Schwangerschaft: -11 Tage. Überlebensdauer: 67 Stunden. Beschreibung: typische Fehlentwicklungen nach Kategorien GO und G9, namentlich Zyklopenauge, Wolfsrachen, offene Fontanelle, Unvollständigkeit des Verdauungsapparats, Anal-Vaginalfusion, Deformation des Beckens, Fehlen aller Zehen. Vergleiche Projekt Nummer 6. Beurteilung: beabsichtigte Durchführung des Genenaustauschs nur teilweise bei Verwendung von Grundstofflösung Nummer 17K. Empfehlung: Wiederholung unter Verwendung eines Grundstoffs aus kristallinen Substraten, verfügbar, oder des entsprechenden Gelprodukts, verfügbar. Beseitigung der Überreste, genehmigt, Zeichen JBS. Eine beunruhigende Nachricht auf dem Kontoauszug. Die Untersuchung computerisierter Aufzeichnung hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der unter ihrem Namen vermerkten Kreditfähigkeit auf der Grundlage von illegalen Geschäften errechnet worden ist, über welche Einzelheiten mit gleicher Post dem Oberstaatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten die entsprechenden Daten zugeleitet werden. Im Hinblick auf ihre strafrechtliche Verfolgung ist ihre Kreditkarte auf den Mindestfürsorgesatz gesenkt worden, das heißt $28,50 je Tag. Der Bundesausschuss zur Beseitigung der Armut hat diesen Satz als unzureichend zur Gewährleistung einer angemessenen Ernährung beurteilt. Die Zustimmung des Präsidenten zur vorgeschlagenen Erhöhung auf $67,50 je Tag steht jedoch noch aus. Dies ist eine kybernetische Mitteilung im öffentlichen Interesse. Eine beunruhigende Neuigkeit am Montagmorgen auf ihrem Schreibtisch. An alle Mitarbeiter der Firma Marmaduke Smith Metallwaren AG. Aufgrund der Warnung von Oberbuchhalter Mr. J.J. Himmelweis, dass die Firma vor dem sicheren Bankrott steht, ist die Entscheidung gefällt worden, den Betrieb zu liquidieren und stattdessen durch die IIA AG eine Orbit-Fabrik starten zu lassen. Vertrag ohne Rücktrittsklausel. In derselben Aufsichtsratssitzung, die den Abschluss des Vertrags mit der IIA tätigte, bewilligte sich die Geschäftsführung zusätzliche 100% der jeweiligen Aktienanteile, um sie vor der beabsichtigten Betriebsschließung, die am Ende des nächsten Monats erfolgen soll, zum gegenwärtig hohen Kurs zu veräußern. Dies ist eine nicht genehmigte kybernetische Mitteilung. Eine beunruhigende Neuigkeit auf einer Kosmetikapackung. Dieses Produkt enthält ein bekanntes Allergen und ein bekanntes Karzinogen. Die Hersteller haben mehr als $650,000 für außergerichtliche Entschädigungen ausgegeben, um Klagen von Seiten früherer Verbraucher abzuwenden. Dies ist eine kybernetische Mitteilung und ohne Wissen und Zustimmung der Hersteller auf die Verpackung gedruckt worden. Computerisierung, ne? Alles im Netz, der Virus. Eine beunruhigende Nachricht auf einer Büchse Güldentreu-Gulasch. Im Gegensatz zu der in der Werbung aufgestellten Behauptung, dass in dieser Büchse enthaltene Fleisch sei ausschließlich einheimischer Herkunft, sind 15-35% davon importiertes Fleisch aus Gebieten, wo Typhus, Brucellosis und Trichonosomiasis endemisch auftreten. Die Möglichkeit, den Inhalt als heimisches Produkt auszugeben, ist durch Zahlung von Bestechungsgeldern in Höhe von insgesamt $215,000 an Verbraucher und Inspektoren von Gesundheitsämtern erlangt worden. Dies ist eine kybernetische Mitteilung auf der Grundlage von nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Daten. Eine beunruhigende Neuigkeit auf einem monatlichen Abbuchungsbeleg.
an alle Kunden der Firma Antitrauma GmbH. Eine Statuskontrolle der ersten 100 Jugendlichen, die nach den Methoden dieses Unternehmens behandelt worden sind und deren Beendigung ihrer Therapie nunmehr mindestens 3 Jahre zurückliegt, hat ergeben, dass davon 66 auf ärztliche Verschreibung psychotrope Medikamente erhalten, 62 als unterdurchschnittliche Schüler gelten, 59 in letzter Zeit über Albträume und Wahnvorstellungen klagten, 43 mindestens einmal in Haft waren, 37 mindestens einmal von daheim fortgelaufen sind, 19 sich zurzeit in Haft befinden oder unter ständiger Aufsicht stehen, 15 wegen Gewaltverbrechen, 15 wegen Diebstahl, 13 wegen Brandstiftung vor Gericht standen, 8 wenigstens einmal in die Psychiatrie eingeliefert werden mussten, 6 tot sind, 5 Eltern, nahen Verwandten oder Aufsichtspersonen Körperverletzungen zugefügt, 2 Geschwister getötet haben, 1 einen Prozess wegen Misshandlung eines 3-jährigen Mädchens mit Todesfolge entgegensieht. Die Summe beläuft sich nicht auf 100, weil die Mehrheit unter mehr als einer Gruppe aufgeführt steht. Dies ist eine kybernetische Mitteilung im öffentlichen Interesse. Eine beunruhigende Neuigkeit auf einem Mahnschreiben des Finanzamts. Zur Information des steuerpflichtigen Empfängers. Eine Analyse des letztjährigen Bundeshaushalts ergibt, dass von jedem Dollar an Steuergeldern verwendet worden sind, 17% für sinnlose Projekte, 13% für Propaganda, Bestechungen und sogenannte Provisionen, 11% für Regierungsaufträge an Firmen, die a. kriminellen Tätigkeiten nachgehen und oder b. teilweise oder ganz Eigentum von Personen sind, gegen die beim Bundesgerichtshof Verfahren anhängen und oder c. deren Bestehen eine Gefährdung von Umwelt und Gesundheit bedeutet. Nähere Einzelheiten sind durch Wählen der oben links angegebenen Codenummer an jedem beliebigen Kommunikator zu erfahren. Ihre vollständige Darlegung beansprucht 57 Minuten. Dies ist eine kybernetische Mitteilung, die ohne Genehmigung des Bundesfinanzministeriums ergeht. Eine beunruhigende Neuigkeit aus dem Kommunikator. Nein, Mr. Sullivan, wir können nichts dagegen unternehmen. Es hat noch nie einen Bandwurm mit so dickem Kopf und derartig langem Schwanz gegeben. Verstehen Sie denn nicht, er erweitert sich selbsttätig. Er hat bereits 1 Milliarde Bit überstiegen und wächst noch immer. Er ist das genaue Gegenteil eines Phagen. Was er erwischt, das verleibt er sich ein, statt es auszulöschen. Jawohl, Sir, ich bin mir vollkommen dessen bewusst, dass ein solcher Bandwurm theoretisch unmöglich ist. Aber die Tatsache lässt sich nicht leugnen, dass er existiert. Und mittlerweile ist er so umfassend, dass wir ihn nicht ausmerzen können. Außer wir eliminieren das gesamte Datennetz. Der ganze Kontinent am Rande von Abgrundsdorf. Ich mache nicht mehr lange, ich bin gleich fertig. Die Pressekonferenz, welche Nicks Programm automatisch einberufen hatte, fand im größten Auditorium der Universität in Kansas City statt. Die Studenten hatten sich mit Freude daran gemacht, sie zu organisieren. Diskret lehnten die Oberen der Universität den Vorschlag des Gouverneurs zum Eingreifen ab. Unter den Personen, die sich der Arbeit an Miranda und ihresgleichen rühmen durften, waren auch 2 Amtsinhaber der Fakultät, aber sie verbrachten den Tag sehr besonnen von ihnen hinter verschlossenen Türen und stählernen Scherengittern. Die Studenten waren wenig erfreut über die deformierten Kinder. Und außerdem stand zum ersten Mal seit gut über einer Generation das Gros der öffentlichen Meinung mit den Studenten in Übereinstimmung. Das war erfreulich. Wenn es auch den Bruch nicht heilte, machte es die Bruchstelle doch schmaler. Der Hörsaal war nicht einfach voll, er war gerammelt voll. Hätte die moderne Technologie nicht 3DF-Kameras und Tonaufnahmegerätschaften in einem Maß miniaturisiert, das noch vor 50 Jahren die Techniker für unmöglich erachtet hätten, die verwunderten, aber nichtsdestotrotz pflichtgemäß aufmarschierenden Reporter, die eine Story aufzeichnen wollten, deren Sensationalität keinem Zweifel unterlag, wie auch immer sie aussah, sie hätten davon in diesem Gedränge nichts auf die Filme und Bänder bekommen. Unter diesen Verhältnissen waren sie ganz einfach auf komplizierte Gestänge, ferngesteuerte Elektrogeräteträger sowie ihre besten Mikrofone und Telekameras angewiesen, denn niemand von ihnen konnte die nähere Umgebung des Podiums erreichen. Endlich jedoch konnte Kate auf der Rednerbühne erscheinen und man begrüßte sie mit einer anhaltenden Ovation, die nicht enden wollte. Sie brauchte lange Zeit, um den Lärm abzuwiegeln. Als sie es schließlich geschafft hatte, trat der nun legendäre Wurmdompteur auf und die Versammlung beschränkte sich fortan auf ein erwartungsvolles Getuschel. Mein Name ist Nicolas Haflinger. Mit lauter, klarer Stimme, die den Hörsaal auch ohne die Unterstützung der Mikrofone durchdrang. Sie dürfen sich fragen, warum Sie hergerufen worden sind. Die Antwort ist einfach, damit ich auf alle Ihre Fragen Auskünfte gebe. Und ich meine wirklich alle. Dies ist die größte Neuigkeit unserer Zeit. Denn von heute an können Sie alles, was Sie wissen wollen, auch erfahren, vorausgesetzt, es ist im Datennetz gespeichert. Mit anderen Worten, es gibt nicht länger irgendwelche Geheimnisse.
Diese Behauptung war von so weitreichender Natur, dass seine Zuhörer für kurze Zeit wie versteinert blieben. Sekunden von scheinbar überlanger Dauer verstrichen, ehe schließlich ein Zuruf von einer Reporterin in den vorderen Reihen kam, eine der Glücklichen, die sich früh genug eingestellt hatten. Rose Jordan, W3BC. Was ist nun mit dieser Story, die durch die Drähte gegangen ist, dem Köder, womit wir hergelockt worden sind? Diese Erklärung, worin es hieß, die IEA werde die Direktion des Bundesamtes für Datenverarbeitung verklagen, weil sie einen ihrer Mitarbeiter entführt habe und obendrein eine Freundin desselben. Mit der Freundin bin ich gemeint und die ganze Story ist absolut wahr, sagte Kate. Aber wegen der Einzelheiten hätten Sie nicht zu kommen brauchen. Danach können Sie jetzt jeden Kommunikator fragen. Gestern hätten Sie noch deswegen kommen müssen, bekräftigte Nick. Wenn es etwas gibt, was das Bundesamt für Datenverarbeitung zu höchster Kunst entfaltet hat, dann das Vermögen, die Öffentlichkeit daran zu hindern, unangenehme Tatsachen hinter der Regierungsszene aufzudecken. Stimmt's? Applaus pflichtete ihm bei, seitens der Studenten grundsätzlich, aber auch von mehreren Reportern, die so missmutig dreinschauten, dass man unterstellen durfte, sie hatten genau mit dieser Schwierigkeit zu kämpfen. Tja, das ist nun vorbei. Nun frage man und man wird wissen. Hey, in ungläubigem Tonfall von einem Mann neben Rose Jordan. Seit gestern sind alle Arten von sonderbaren Sachen verbreitet worden. Zum Beispiel, dass man Frauen bezahlen würde, damit sie Kinder austragen, die voraussehbar deformiert sein werden. Und Sie wollen behaupten, das sei die reine Wahrheit? Was lässt Sie daran zweifeln? Na ey, der Mann befeuchtete seine Lippen. Vor einer halben Stunde habe ich mit meiner Redaktion telefoniert und der Redakteur vom Dienst sagte, das sei offiziell dementiert worden. Durch Aylwin Sullivan persönlich. Werk eines Saboteurs, hieß es. Oh, damit muss ich gemeint sein, erhob eine Braue. Etwas darüber, dass man diese Sabotage unterbinden werde? Nicht, dass ich wüsste. Kann ich nur empfehlen. John Brunners Schockwellenreiter, Heine Science Fiction Classics. Nee, zur Revolution benutzen. Das ist ja das, die Vision. Habe ich jetzt nicht den Drum hier als Vorlesen dabei, dann wird es auch nicht Kelle, sieht mein Herrschkasper. War ich zu schnell? Ja, so. John Brunner. Ganz großartig. Ich glaube, es gab noch keine PCs. Zwei, drei Minuten Pause und dann geht's weiter mit Atari Frosch und 1984 von George Orwell. Ja.
Pause mit seinem akademischen Viertel, ja? Genau. Also ich werde dir auf jeden Fall besuchen, dann muss ich irgendwann zu meinem Schatzel nach Hause. Der wacht. Weißt du, der weiß, wie es ist, wenn du nach Hause bist und das in der Region. Wenn der Schatz einmal sehen. Ich gehe nochmal ganz schnell runter. Da. Ganz oben. Da oben, und das ist quasi die Wanderungszeit. Ja, fang ich aber an? Okay. Ja, eigentlich der Klassiker, wenn es... Darf ich? Ja, wir haben gesprochen. Eigentlich der Klassiker, wenn es um Überwachung geht, wird immer wieder erwähnt, George Orwells 1984. Allerdings muss man auch wissen, Überwachung ist hier ein Teil. Ein Teil, ein Werkzeug, das alleine schon sehr... ja, eingreifende Wirkung hat, wie wir ja auch heute schon feststellen. Aber das wiederum nur ein Werkzeug ist, um Menschen absolut zu kontrollieren. Das geht von Überwachung aus weiter mit Veränderung der Vergangenheit, Umschreiben der Geschichte ständig. Und ja, und Menschen, die gebraucht werden, werden zurechtgebogen, und die nicht gebraucht werden, für die findet man irgendwas, um sie hinrichten zu können. Ich konnte mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, ob der eine oder der andere Ausschnitt sinnvoller wäre. Ich fange am Anfang an und fordere euch dazu auf, weiterzulesen. Ich gucke jetzt auch nicht auf die Uhr, macht ihr das bitte für mich? Ja, so eine 20, 30 Minuten, wenn es euch langweilig wird, sagt ihr vorher Bescheid, weil ich das nicht hoffe. Noch kurz zum Autor. George Orwell wurde am 25.06.1903 in Motihari, Bengalen, geboren. Er besuchte als Stipendiat Privatschulen, diente bei der Indian Imperial Police, machte als Vagabund in Südengland und Paris Erfahrungen, arbeitete als Lehrer und Buchhandelsgehilfe, kämpfte auf republikanischer Seite im Spanischen Bürgerkrieg und arbeitete als freier Schriftsteller und Journalist, unter anderem während des Zweiten Weltkriegs als BBC-Redakteur und literarischer Herausgeber der Zeitschrift Tribune. Ab 1945 lebte er überwiegend auf den Hebriden und verfasste 1948 seinen letzten Roman 1984. Also wir gehen von einem Wissensstand von Ende der 40er Jahre aus. Aber ich glaube, man kann sich auch sehr vieles in unser technisches Umfeld hineindenken. Es war ein strahlend kalter Apriltag und die Uhren schlugen 13. Winston Smith, das Kinn an die Brust gezogen, um dem scheußlichen Wind zu entgehen, schlüpfte rasch durch die Glastüren der Victory-Meets-Kaserne, doch nicht rasch genug, um zu verhindern, dass mit ihm auch ein riesiger Staubwirbel hereinwehte. Der Flur roch nach Kohlsuppe und Flickenteppichen. An einem Ende hatte man ein Farbplakat an die Wand gepinnt, das für drinnen eigentlich zu groß war. Es zeigte nichts weiter als ein riesiges, über einen Meter großes, breites Gesicht. Das Gesicht eines etwa 45-jährigen Mannes mit wuchtigem schwarzem Schnurrbart und kernig ansprechenden Zügen. Winston steuerte auf die Treppe zu. Es mit dem Lift zu probieren war zwecklos.
Selbst zu günstigen Zeiten funktionierte er selten und momentan wurde der Strom tagsüber abgestellt. Diesmal Teil der Sparsamkeitskampagne zur Vorbereitung der Hasswoche. Die Wohnung lag im 7. Stock und Winston, der 39 war und über dem rechten Fußknöchel ein Krampfadergeschwür hatte, ging langsam und verschnaufte unterwegs mehrmals. Auf jedem Treppenabsatz starrte dem Liftschacht gegenüber das Plakat mit dem riesigen Gesicht von der Wand. Es war eines jener Bilder, die einem mit dem Blick überall hin zu folgen scheinen. »Der große Bruder sieht dich«, lautete die Textzeile darunter. In der Wohnung verlas eine sonore Stimme eine Zahlenstatistik, bei der es irgendwie um die Roheisenproduktion ging. Die Stimme kam aus einer länglich-rechteckigen Metallplatte, die wie ein blinder Spiegel an die Wand zur Rechten eingelassen war. Winston drehte an einem Knopf und die Stimme klang gedämpfter, blieb aber dennoch verständlich. Man konnte das Gerät, den sogenannten Teleschirm, zwar leiser stellen, aber ganz ausschalten ließ es sich nicht. Er trat ans Fenster, eine schmächtige Gestalt, deren Magerkeit durch den blauen Overall der Parteiuniform nur noch betont wurde. Sein Haar war hellblond, sein Gesicht von Natur aus rötlich, seine Haut rau von scharfer Seife, stumpfen Rasierklingen und der Kälte des eben zu Ende gegangenen Winters. Draußen sah die Welt sogar durch das geschlossene Fenster kalt aus. Unten auf der Straße wirbelten kleine Windstrudel, Staub und Papierfetzen in Spiralen hoch, und obwohl die Sonne schien und der Himmel grellblau war, wirkte doch alles außer den überall angeklebten Plakaten farblos. Das schwarzschnurrbärtige Gesicht starrte von jeder dominierenden Ecke herab. Eines hing an der Hauswand unmittelbar gegenüber. »Der große Bruder sieht dich«, verkündete die Unterzeile, und die dunklen Augen blickten tief in Winstons. Auf der Straße unten flappte ein eingerissenes Plakat willkürlich im Wind und deckte das Wort Engsotz abwechselnd auf und zu. In der Ferne glitt ein Helikopter zwischen den Dächern herunter, schwebte für einen Moment lauernd wie eine Schmeißfliege und schwirrte dann in einem weiten Bogen wieder ab. Es war die Polizeistreife, die an den Fenstern der Leute schnüffeln kam. Die Streifen waren jedoch nicht weiter schlimm. Schlimm war bloß die Gedankenpolizei. In Winstons Rücken plapperte die Stimme aus dem Teleschirm noch immer von Roheisen und der Übererfüllung des 9. Dreijahresplans. Der Teleschirm war Sende- und Empfangsgerät zugleich. Jedes von Winston verursachte Geräusch, das über ein gedämpftes Flüstern hinausging, würde registriert werden. Außerdem konnte er, solange er in dem von der Metallplatte kontrollierten Sichtfeld blieb, ebenso gut gesehen wie gehört werden. Man konnte natürlich nie wissen, ob man im Augenblick gerade beobachtet wurde oder nicht. Wie oft oder nach welchem System sich die Gedankenpolizei in jede Privatleitung einschaltete, darüber ließ sich bloß spekulieren. Es war sogar denkbar, dass sie ständig alle beobachtete. Sie konnte sich jedenfalls jederzeit in jede Leitung einschalten. Man musste folglich in der Annahme leben und tat dies auch aus Gewohnheit, die einem zum Instinkt wurde, dass jedes Geräusch, das man verursachte, gehört und, außer bei Dunkelheit, jede Bewegung beäugt wurde. Winston kehrte dem Teleschirm weiter den Rücken zu. Es war sicherer so, obgleich, wie er sehr wohl wusste, selbst ein Rücken verräterisch sein konnte. Einen Kilometer entfernt türmte sich das Ministerium für Wahrheit, seine Arbeitsstätte, weiß und gewaltig über der rußigen Landschaft auf. Das also, dachte er mit vagem Abscheu, das war London, wichtigste Stadt von Landefeld I, der am drittstärksten bevölkerten Provinz Ozeaniens. Er versuchte, sich eine Kindheitserinnerung ins Gedächtnis zurückzurufen, die ihm hätte Auskunft geben können, ob London schon immer so ausgesehen hatte. Hatte es schon immer die Ausblicke auf verrottende Häuser aus dem 19. Jahrhundert gegeben, deren Wände mit Bauholzbalken abgestützt, deren Fenster mit Pappkartons, deren Dächer mit Wellblech geflickt waren und deren baufällige Gartenmauern nach allen Seiten wegsackten? Und die zerbombten Städten, wo der Mörtelstaub in der Luft wirbelte und das Blutkraut die Schutthalden überwucherte? Und die Stellen, an denen die Bomben eine größere Fläche planiert hatten, wo dann erbärmliche Siedlungen von Holzbehausungen aus dem Boden geschossen waren, die wie Hühnerställe aussahen? Doch es war zwecklos. Er konnte sich nicht erinnern. Von seiner Kindheit war ihm nur eine Reihe gleißend heller Bilder geblieben, ohne Hintergrund und zumeist unverständlich.
Das Ministerium für Wahrheit, Mini-Wahr in Neusprech, unterschied sich verblüffend von allem, was man sonst sah. Es war ein riesiges, pyramidales Gebilde aus schimmernd weißem Beton, das Terrasse auf Terrasse 300 Meter hoch in die Luft stieg. Von Winstons Standort aus konnte man eben noch die von der weißen Front in eleganter Schrift farblich abgesetzten drei Parolen der Partei lesen. Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke. Das Ministerium für Wahrheit beherbergte, so erzählte man sich, 3000 oberirdische Räume und eine entsprechende Anzahl unterirdischer Verästelungen. Über ganz London verstreut gab es nur noch drei andere Bauwerke von ähnlichem Aussehen und Ausmaß. Vor ihnen schrumpfte die Architektur ringsum so zwergenklein, dass man vom Dach der Victory-Meets-Kaserne alle vier auf einmal sehen konnte. Sie bildeten den Sitz der vier Ministerien, unter die der gesamte Regierungsapparat aufgeteilt war. Das Ministerium für Wahrheit, das sich mit dem Nachrichten-, Unterhaltungs- und Erziehungswesen sowie mit den schönen Künsten beschäftigte. Das Ministerium für Frieden, das sich mit dem Krieg befasste. Das Ministerium für Liebe, das Gesetz und Ordnung aufrechterhielt. Und das Ministerium für Überfülle, das für Wirtschaftsbelange zuständig war. Ihre Namen in Neusprech: Mini-War, Mini-Pax, Mini-Lieb und Mini-Fülle. Das Ministerium für Liebe war zweifellos das beängstigendste von allen. Es hatte überhaupt keine Fenster. Winston war weder jemals im Ministerium für Liebe gewesen, noch hatte er sich ihm jemals auch nur auf einen halben Kilometer genähert. Man konnte es lediglich in Dienstangelegenheiten betreten. Und auch dann musste man durch ein Gewirr von Stacheldraht verhauen, Stahltüren und versteckten Maschinengewehrnestern hindurch. Und sogar in den Straßen, die zu seinen Außensperren führten, patrouillierten gorillagesichtige, schwarzuniformierte Wachen, die mit Gelenkschlagstöcken bewaffnet waren. Winston drehte sich abrupt um. Er hatte die ruhig optimistische Miene aufgesetzt, die man klugerweise vor dem Teleschirm präsentierte. Er ging quer durch das Zimmer in die winzige Küche hinüber. Als er das Ministerium um diese Tageszeit verließ, hatte er damit auch seinen Lunch in der Kantine geopfert und es war ihm klar, dass es in der Küche nichts Essbares gab, außer dem Kanten dunkelfarbigen Brots, der für das morgige Frühstück aufgespart werden musste. Er nahm eine Flasche mit einer farblosen Flüssigkeit vom Regal, deren schmucklos weißes Etikett als Victory Gin auswies. Sie verströmte einen muffigen, öligen Geruch wie chinesischer Reisschnaps. Winston goss sich fast eine Teetasse voll davon ein, rüstete sich für den Schock und würgte die Portion dann wie eine Arznei hinunter. Sein Gesicht lief sofort purpurrot an und Tränen schossen ihm in die Augen. Das Zeug schmeckte wie Salpetersäure und wirkte, als würde man eins mit dem Gummiknüppel über den Hinterkopf kriegen. Doch schon im nächsten Moment ließ das Brennen in seinem Magen nach und die Welt sah bereits freundlicher aus. Er fischte eine Zigarette aus einem zerknitterten Päckchen mit der Ausschrift Victory-Zigaretten und hielt sie unvorsichtigerweise senkrecht, worauf der Tabak prompt auf den Boden krümelte. Mit der nächsten hatte er mehr Glück. Er ging ins Wohnzimmer zurück und setzte sich an einen kleinen Tisch links vom Teleschirm. Er entnahm der Tischschublade einen Federhalter, ein Glas Tinte und ein dickes, unbeschriebenes Buch im Quartformat mit rotem Rücken und marmoriertem Einband. Aus irgendeinem Grund war der Teleschirm in seinem Wohnzimmer an einer ungewöhnlichen Stelle installiert. Statt wie üblich in die Schmalseite eingelassen zu sein, von wo aus er den ganzen Raum kontrolliert hätte, befand er sich in der Längswand, dem Fenster gegenüber. Auf der einen Seite des Teleschirms gab es eine Nische, in der sich Winston jetzt befand und die damals beim Bau der Wohnung wahrscheinlich zur Aufnahme eines Bücherregals vorgesehen gewesen war. Wenn er dort saß und ganz hinten blieb, konnte Winston zumindest visuell dem Aufnahmebereich des Teleschirms entgehen. Hören konnte man ihn natürlich, doch solange er an seinem Platz ausharrte, war er nicht zu sehen. Es war nicht zuletzt auch die ungewöhnliche Anlage des Zimmers gewesen, die ihn auf jene Idee gebracht hatte, die er nun verwirklichen wollte. Doch ebenso dazu beigetragen hatte das Buch, das er gerade aus der Schublade geholt hatte. Es war ein besonders schönes Buch. Sein glattes, cremefarbenes Papier, bereits ein wenig vergilbt, war von einer Qualität, die schon seit mindestens 40 Jahren nicht mehr hergestellt wurde. Er konnte sich jedoch vorstellen, dass das Buch noch weitaus älter war.
Er hat es im Fenster eines miefigen kleinen Ramschladens in einem der Elendsviertel der Stadt, in welchem Viertel genau, das wusste er jetzt nicht mehr, liegen sehen und war sofort von dem übermächtigen Verlangen gepackt worden, es zu besitzen. Parteimitglieder sollten eigentlich normale Läden nicht betreten. Geschäfte auf dem freien Markt machen, lautete der Ausdruck dafür. Doch die Vorschrift wurde nicht streng befolgt, denn es gab verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Schnürsenkel und Rasierklingen, die anders einfach nicht zu beschaffen waren. Er hatte einmal rasch die Straße hinauf und hinunter gespäht, war dann hineingeschlüpft und hatte das Buch für $2,50 gekauft. Damals hatte er es zu keinem bestimmten Zweck haben wollen. Er hatte es schuldbewusst in seine Aktentasche nach Hause getragen. Sogar mit leeren Seiten war es ein kompromittierender Besitz. Jetzt wollte er ein Tagebuch beginnen. Das war nicht illegal, nichts war illegal, denn es gab ja keine Gesetze mehr. Aber wenn es herauskam, durfte man ziemlich sicher mit der Todesstrafe oder zumindest mit 25 Jahren Zwangsarbeitslager rechnen. Winston steckte eine Stahlfeder in den Halter und leckte sie an, um den Schmier zu entfernen. Der Federhalter war ein vorsintflutliches Instrument, das selbst zu Unterschriften kaum noch verwendet wurde. Und er hatte sich heimlich und nicht ohne Schwierigkeiten einen beschafft, ganz einfach aus dem Gefühl heraus, dass das schöne cremefarbene Papier es verdiente, mit einer richtigen Stahlfeder beschrieben zu werden, statt mit einem Tintenschrift vollgekritzelt zu werden. Eigentlich war es gar nicht mehr gewöhnt, mit der Hand zu schreiben. Abgesehen von ganz kurzen Notizen war es üblich, alles in den Sprechschreiber zu diktieren, der für sein gegenwärtiges Vorhaben natürlich nicht in Frage kam. Er tunkte die Feder in die Tinte und stockte eine Sekunde lang. Seine Eingeweide hatten sich zusammengekrampft. Das Papier zu markieren, das war das Ausschlaggebende. Er schrieb in kleiner, ungelenker Schrift. 4. April 1984. Er lehnte sich zurück. Ein Gefühl totaler Hilflosigkeit übermannte ihn. Zunächst wusste er nicht einmal mit Gewissheit, ob es wirklich das Jahr 1984 war. Aber es musste in etwa stimmen, denn er war recht sicher, dass er selbst 39 Jahre alt war und er glaubte, 1944 oder 45 geboren zu sein. Doch heutzutage ließ sich kein Datum mehr auf 1 oder 2 Jahre genau festlegen. Für wen, überlegte er plötzlich, für wen schrieb er dieses Tagebuch eigentlich? Für die Zukunft? Für die Ungeborenen? Seine Gedanken umkreisten einen Moment das zweifelhafte Datum oben auf der Seite und strandeten dann mit einem Ruck auf dem Neusprechwort Doppeldenk. Zum ersten Mal wurde er sich der Bedeutung seines Vorhabens bewusst. Wie konnte man mit der Zukunft in Verbindung treten? Das war ihrer Natur nach unmöglich. Entweder die Zukunft ähnelte der Gegenwart, dann würde man ihm nicht zuhören. Oder sie war anders beschaffen und dann wäre seine fatale Situation nicht von Interesse. Er hockte eine Weile da und starrte benommen auf das Papier. Der Teleschirm brachte jetzt schneidige Militärmusik. Es war schon seltsam, dass er nicht bloß sein Formulierungsvermögen verloren, sondern sogar vergessen zu haben schien, was er ursprünglich hatte sagen wollen. Seit Wochen hatte er sich auf diesen Moment vorbereitet und es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass es mit Mut allein nicht getan sein könnte. Die Niederschrift würde kein Problem sein. Er brauchte ja nur den endlosen inneren Monolog zu Papier zu bringen, der sich buchstäblich seit Jahren in seinem Hirn abspulte. In diesem Augenblick jedoch war selbst der innere Monolog versiegt. Außerdem hatte sein Krampfadergeschwür unerträglich zu jucken begonnen. Er traute sich nicht zu kratzen, denn dann entzündete es sich immer. Die Sekunden vertickten. Er nahm nichts wahr als die Leere der Seite vor ihm, den Juckreiz über seinem Knöchel, das Schmettern der Musik und ein leichtes Beduseltsein, das vom Gin herrührte. Plötzlich begann er wie panisch zu schreiben, ohne recht zu wissen, was er zu Papier brachte. Seine kleine, aber kindliche Schrift überwucherte die Seite, schüttelte zuerst die Großbuchstaben und zuletzt auch die Satzzeichen ab. 4. April 1984. Gestern Abend im Kino. Lauter Kriegsfilme. Ein sehr guter dabei, über ein Schiff voller Flüchtlinge, das irgendwo im Mittelmeer bombardiert wird. Publikum fand Aufnahmen von einem großen, dicken Mann besonders lustig, der versuchte, von einem Helikopter davon zu schwimmen. Man sah zuerst, wie er sich wie ein Tümmler durchs Wasser wälzte, dann sah man ihn im Maschinengewehrvisier des Helikopters, dann war er ganz voller Löcher und das Meer rings um ihn färbte sich rosa und er versank. So plötzlich, als hätten die Löcher das Wasser hereingelassen. Publikum brüllte vor Lachen, als er versank. Dann sah man ein Rettungsboot voller Kinder und darüber kreiste ein Helikopter. Eine Frau mittleren Alters, vielleicht Jüdin, saß im Bug mit einem etwa 3-jährigen Jungen im Arm.
Ein kleiner Junge schrie vor Angst und versteckte seinen Kopf zwischen ihren Brüsten, als wolle er sich ganz in ihr verkriechen, und die Frau legte die Arme um ihn und tröstete ihn, obwohl sie selbst vor Angst schlotterte. Schützte ihn die ganze Zeit so gut wie möglich, als glaubte sie, ihre Arme könnten die Kugeln von ihm abhalten. Dann pflanzte der Helikopter eine 20-Kilo-Bombe zwischen sie, Wahnsinnsblitz, und das Boot war nur noch Kleinholz. Dann kam eine wunderbare Aufnahme von einem Kinderarm, der höher und höher und immer höher in die Luft fliegt. Ein Helikopter mit einer Kamera in der Kanzel muss hinterhergeflogen sein. Und es gab eine Menge Applaus von den Parteiplätzen, aber eine Frau unten in der Polis-Ecke des Kinos fing plötzlich an, Rabatz zu machen und blökte herum. Man hätte doch sowas nicht vor Kindern zeigen sollen. Man hätte es nicht sollen, es wäre nicht recht. Nicht vor Kindern, nicht, man hätte es nicht sollen. Bis die Polizei sie rauswarf, sie rausschmiss. Ich glaube nicht, dass ihr was passiert ist. Keiner kümmert sich drum, was die Prolis sagen. Typische Prolis-Reaktionen, die werden nie... Winston schrieb nicht weiter. Und das lag zum Teil auch an dem Krampf, den er in der Hand bekommen hatte. Er wusste nicht, was ihn dazu getrieben hatte, diesen ganzen Mist von sich zu geben. Das Merkwürdige dabei war nur, dass in ihm währenddessen eine völlig andere Erinnerung aufgestiegen war. Und zwar so deutlich, dass er beinahe das Gefühl hatte, sie aufgeschrieben zu haben. Er wusste jetzt, dass er wegen dieser anderen Sache so plötzlich beschlossen hatte, nach Hause zu gehen und sein Tagebuch zu beginnen. Es war heute Morgen im Ministerium passiert, wenn sich von so etwas Nebulösem überhaupt sagen ließ, dass es passiert. Es war kurz vor 11 und in der Dokumentationsabteilung, wo Winston arbeitete, zerrten sie die Stühle aus den Arbeitsnischen und gruppierten sie in der Saalmitte, dem großen Teleschirm gegenüber. Man traf diese Vorbereitungen für den 2-Minuten-Hass. Winston nahm gerade in einer der mittleren Reihen Platz. Da betraten zwei Personen, die er zwar vom Sehen kannte, mit denen er aber noch nie ein Wort gesprochen hatte, unerwartet den Raum. Eine davon war ein Mädchen, dem er oft in den Korridoren begegnete. Ihren Namen kannte er nicht, wusste jedoch, dass sie in der Romanabteilung arbeitete. Sie hatte vermutlich einen Job als Technikerin an einer der Romanmaschinen, denn er hatte sie manchmal mit ölverschmierten Händen und einem Schraubenschlüssel gesehen. Es war ein forschwirkendes Mädchen, etwa 27, mit vollem schwarzen Haar, Sommersprossen und flinken athletischen Bewegungen. Eine schmale, scharlachfarbene Schärpe, das Emblem der Junioren-Anti-Sex-Liga, umschlang mehrmals die Taille ihres Overalls und war gerade so festgebunden worden, dass ihre wohlgeformten Hüften zur Geltung kamen. Winston hatte sie vom ersten Augenblick an nicht gemocht. Er wusste auch warum. Es war wegen dieser Atmosphäre von Hockeyplätzen, kalten Bädern, Volkswanderungen und genereller Saubermann-Mentalität, die sie immer um sich zu verbreiten wusste. Er lehnte beinahe alle Frauen ab und besonders die jungen, hübschen. Es waren stets die Frauen und vor allem die Jungen, die die bigottesten Anhänger der Partei stellten, die willigen Parolenschlucker, die Amateurspitzel und Gesinnungsschnüffler. Doch speziell dieses Mädchen schien ihm gefährlicher zu sein als die meisten. Sie hatte ihm einmal auf dem Korridor im Vorübergehen einen versteckten Blick zugeworfen, der in sein Innerstes zu dringen schien und ihm einen Moment lang mit blankem Entsetzen erfüllt hatte. Er war sogar auf den Gedanken verfallen, sie könnte eine Agentin der Gedankenpolizei sein. Das war allerdings höchst unwahrscheinlich. Trotzdem empfand er in ihrer Nähe stets ein merkwürdiges Unbehagen, in das sich sowohl Furcht wie Feindseligkeit mischten. Die zweite Person war ein Mann namens O'Brien, ein Mitglied der inneren Partei und Inhaber eines so wichtigen und abgehobenen Postens, dass Winston nur eine undeutliche Vorstellung davon besaß. Ein kurzes Schweigen senkte sich auf die Menschengruppe bei den Stühlen, als sie den schwarzen Overall eines Mitglieds der inneren Partei näher kommen sah. O'Brien war ein großer, stämmiger Mann mit Stiernacken und einem derben, launischen, brutalen Gesicht. Trotz seiner mächtigen Erscheinung besaß er einen gewissen Charme. Er hatte eine Art, sich die Brille auf der Nase zurechtzurücken, die eigentümlich entwaffnend wirkte und auf eine unbestimmte Weise eigentümlich kultiviert. Es war eine Geste, die einen, sofern überhaupt noch irgendjemand in solchen Vorstellungen zu denken vermocht hätte, an einem Adligen des 18. Jahrhunderts erinnert haben könnte, der seine Schnupftabakdose offerierte. Winston hatte O'Brien vielleicht ein Dutzendmal in rund ebenso vielen Jahren gesehen. Er fühlte sich stark zu ihm hingezogen und das nicht nur, weil ihn der Kontrast zwischen O'Briens unsäglich umgänglichen Manieren und seiner Preisboxerfigur faszinierte. Es war vielmehr die heimlich gehegte Vermutung, ja vielleicht nicht einmal die Vermutung, sondern die Hoffnung, dass O'Briens politische Strenggläubigkeit nicht absolut war. Etwas in seinem Gesicht legte diese Annahme unwiderstehlich nahe.
Und doch stand darin vielleicht nicht einmal Abweichlertum, sondern einfach Intelligenz geschrieben. Auf jeden Fall aber wirkte er wie ein Mensch, mit dem es sich reden ließ, wenn man es irgendwie schaffte, den Teleschirm auszutricksen und ihn allein zu erwischen. Winston hatte nie den geringsten Versuch unternommen, seine Vermutung bestätigt zu finden. Es war praktisch auch unausführbar. In diesem Moment blickte O'Brien auf seine Armbanduhr, sah, dass es gleich 11 Uhr war und beschloss offensichtlich, in der Dokumentationsabteilung zu bleiben. Bis er 2 Minuten Hast vorüber war. Er setzte sich auf einen Stuhl in derselben Reihe wie Winston, einige Plätze von ihm entfernt. Eine kleine rotblonde Frau, die in Winstons Nische arbeitete, saß zwischen ihnen, das Mädchen mit den schwarzen Haaren direkt hinter ihm. Im nächsten Moment brach aus dem großen Teleschirm am Ende des Raums ein grässlich knirschendes Kreischen, wie von einer monströsen, ungeschmiert laufenden Maschine. Das Geräusch war so markerschütternd, dass sich einem die Nackenhaare sträubten. Der Hass hatte begonnen. Wie üblich war auf dem Schirm das Gesicht von Emanuel Goldstein aufgeflammt, dem Feind des Volkes. Es gab vereinzelt Pfiffe im Publikum. Die kleine rotblonde Frau quiekte in einer Mischung aus Angst und Abscheu. Goldstein war der Renegat und Abtrünnige, der früher einmal vor langer Zeit, wie lange das her war, wusste keiner mehr so genau, einer der führenden Männer der Partei gewesen war. Fast auf einer Stufe mit dem großen Bruder selbst, und der sich dann in konterrevolutionäre Machenschaften verstrickt hatte, zum Tode verurteilt worden und auf mysteriöse Weise entkommen und untergetaucht war. Das Programm des 2-Minuten-Hass sah jeden Tag anders aus, aber es gab keines, in dem Goldstein nicht Hauptfigur gewesen wäre. Er war der Urverräter, der Erste, der die Reinheit der Partei besudelt hatte. Alle Nachfolgenden gegen die Partei gerichteten Verbrechen, alle Verrätereien, Sabotageakte, Häresien und Abweichungen von der Parteilinie entsprangen unmittelbar seinen Lehren. Irgendwo lebte er noch und plante weitere Konspirationen, irgendwo jenseits des Meeres vielleicht, unter der Protektion seiner finanzkräftigen ausländischen Hintermänner, vielleicht sogar, wie zuweilen das Gerücht ging, in einem Unterschlupf in Ozeanien selbst. Winstons Zwerchfell zog sich zusammen. Er konnte Goldsteins Gesicht nie ohne schmerzlich gemischte Gefühle sehen. Es war ein hageres Judengesicht mit einem mächtigen, krausen, weißen Haarkranz und einem Ziegenbärtchen. Ein kluges Gesicht und doch der inneren Natur nach irgendwie verächtlich. Dessen lange, dünne Nase, auf deren Spitze eine Brille thronte, den Eindruck von Senilität vermittelte. Es ähnelte einem Schafsgesicht und auch die Stimme hatte etwas Schafsmäßiges. Goldstein ritt seine übliche giftige Attacke gegen die Parteidoktrinen, eine so übertriebene und widersinnige Attacke, dass ein Kind sie hätte durchschauen können. Und doch eben plausibel genug, um in einem das alarmierende Gefühl zu wecken, dass andere, weniger nüchtern denkende Leute als man selbst, darauf hineinfallen könnten. Er verunglimpfte den großen Bruder, er brandmarkte die Parteidiktatur, er forderte den sofortigen Friedensschluss mit Eurasien, er verfocht die Rede-, Presse-, Versammlungs- und Gedankenfreiheit, er keifte hysterisch, die Revolution sei verraten worden, und das alles in einer rapid vielsilbigen Sprechweise, die eine Parodie auf den üblichen Stil der Parteiredner war und sogar Neusprechvokabeln beinhaltete. Mehr Neusprechvokabeln, als irgendein Parteimitglied normalerweise im wirklichen Leben gebrauchen würde. Und für den Fall, dass man noch den mindesten Zweifel darüber hegte, welche Realität durch Goldsteins bestechende Phrasendrescherei bemängelt wurde, marschierten die ganze Zeit über hinter seinem Kopf auf dem Teleschirm die endlosen Kolonnen der Eurasischen Armee. Reihen kräftig gebauter Männer mit ausdruckslosen asiatischen Gesichtern, die an die Oberfläche des Schirms trieben und dann verschwammen, nur um durch andere, absolut identische ersetzt zu werden. Das dumpfe, rhythmische Stampfen der Soldatenstiefel bildete die Geräuschkulisse zu Goldsteins blökender Stimme. Der Hass hatte noch keine 30 Sekunden gedauert, da brach die Hälfte der Leute im Raum in unkontrolliertes Wutgeschrei aus. Das selbstzufriedene, schafsmäßige Gesicht auf dem Schirm und die furchteinflößende Macht der Eurasischen Armee dahinter waren nicht mehr zu ertragen. Überdies erweckte Goldsteins Anblick oder auch nur der bloße Gedanke an ihn automatisch Angst und Zorn. Er war ein dauerhafterer Gegenstand des Hasses als Eurasien oder Ostasien, denn wenn Ozeanien mit einer dieser Mächte Krieg führte, dann lebte es gewöhnlich mit der anderen im Frieden. Merkwürdig war nur, dass obwohl Goldstein von jedermann gehasst und verabscheut wurde, obwohl seine Theorien tagtäglich wohl an die 1000 Mal auf Rednertribünen, auf dem Teleschirm, in Zeitungen und Büchern widerlegt, zerpflückt, lächerlich gemacht
und vor der Allgemeinheit als der erbärmliche Schwachsinn hingestellt wurden, der sie nun einmal waren, dass trotz alledem Goldsteins Einfluss nie zu schwinden schien. Stets gab es neue Opfer, die darauf warteten, von ihm verführt zu werden. Es verging kein Tag, an dem die Gedankenpolizei nicht irgendwelche Spione und Saboteure entlarvte, die nach seinen Direktiven handelte. Er war der Befehlshaber einer gewaltigen, schattenhaften Armee, eines Untergrundverschwörernetzes, das den Sturz der Regierung betrieb. Dem Vernehmen nach sollte diese Organisation den Namen Die Bruderschaft tragen. Man flüsterte sich auch hinter vorgehaltener Hand etwas von einem schrecklichen Buch zu, von einem Kompendium aller Irrlehren, deren Verfasser Goldstein war und das hier und dort heimlich zirkulierte. Das Buch hatte keinen Titel. Wenn überhaupt, dann sprachen die Leute schlicht von dem Buch. Aber über solche Dinge kursierten nur vage Gerüchte. Die Bruderschaft und das Buch waren Themen, die von gewöhnlichen Parteimitgliedern tunlichst vermieden werden sollten. Also ich stoppe hier jetzt mal. Ich glaube, da kommt schon sehr viel zum Vorschein, um was es dann gehen wird. Ich möchte noch etwas anderes zitieren, schön kurz, wie sein Tweet halt ist, was hier wunderbar reinpasst. Dieser Tweet erschien kurz nach den 70-Jahr-Gedenkfeiern zur Befreiung von Auschwitz, geschrieben von einem englischsprachigen Menschen, von dem ich sonst nichts weiß. Und er schrieb folgendes: When I visited Auschwitz, our guide there said, told us, extremism does not explain what happened here. Only conformity does. Extremismus erklärt nicht, was in Auschwitz passiert ist. Nur die Konformität, sich an Gesetze zu halten, obwohl jeder wissen muss, sie sind falsch. Richtig. Ja. Vielen Dank. Danke, schön. Frosch. Schönes Schlusswort schön. Auch. Wunderbar. Nee, das ist das auch, weil die Grausamkeiten in dieser Welt, viele schreckliche Dinge, sind nicht durch individuelle Rebellion entstanden, sondern durch Gehorsam. Wir wollen ja nachher erst diskutieren. Ja, sorry, ich wusste, oh. Ich sehe, hier wollen ein paar Leute aufbrechen. Okay. Ich muss aufhören. Du musst aufhören. Okay, dann mache ich kurz, warte ich kurz, bis sich die Unruhe so ein bisschen gelegt hat und dann würde ich weitermachen. Thank you, ma'am. Bevor ich anfange, möchte ich mich ganz herzlich beim Bündnis gegen Überwachung bedanken. Das sind mehrere NGOs, die sich da zusammengetan haben, unter anderem Digital Courage, ehemals Föbut, Stop Watching Us, AKFora, CCC, alle wie sie da sind, die sich für die gute Sache einsetzen und die ich auch nur unterstützen kann. Ich schäme mich, weil ich dir heute im Radio vergessen habe. Ja. Böser Joachim. Ich werde vorlesen, einige Passagen nicht zusammenhängend, das würde zu weit führen, das Buch ist doch relativ dick, von Glenn Greenwald, Die globale Überwachung, der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen. Das erste Kapitel handelt von der Kontaktaufnahme zu Snowden. Man kennt wahrscheinlich so ein bisschen die Hintergründe, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich lese mal, ich sag mal so die ersten zwei, drei Seiten vor. Da geht es nämlich darum, dass Snowden erstmal so ein paar Hürden überspringen musste, überhaupt mit Glenn Greenwald Kontakt aufzunehmen. Und da geht's los mit einer Nachricht, die Greenwald von Snowden bekam.
Und zwar schon im Dezember 2012, also 6 Monate circa, bevor er letztendlich dann die Daten, die Informationen, die Snowden hatte, im Guardian veröffentlicht hat. Kapitel 1, Kontaktaufnahme. Am 1. Dezember 2012 erhielt ich zum ersten Mal eine Nachricht von Edward Snowden, obwohl ich damals noch nicht wusste, dass sie von ihm stammte. Der Kontakt kam durch eine E-Mail zustande, die mir jemand mit dem Pseudonym Cincinnatus geschickt hatte. Eine Anspielung auf Lucius Quinctius Cincinnatus, einen römischen Bauern, der im 5. Jahrhundert vor Christus zum Diktator Roms ernannt wurde, mit dem Auftrag, die Stadt gegen die Angriffe von Nachbarvölkern zu verteidigen. In Erinnerung geblieben ist er der Nachwelt vor allem wegen dem, was er nach seinem Sieg über die Feinde Roms tat. Er legte unverzüglich und aus freien Stücken sein Amt nieder und bestellte wieder seine Felder. Gepriesen als Vorbild bürgerlicher Tugendhaftigkeit wurde Cincinnatus zum Symbol für den Einsatz politischer Macht im Sinne des Gemeinwohls, für die Beschränkung oder sogar Aufgabe der Macht des Einzelnen zugunsten der Allgemeinheit. Diese E-Mail begann mit den Worten: Es liegt mir sehr am Herzen, dass Menschen sicher miteinander kommunizieren können. Und sie verfolgte den Zweck, mich zur Verwendung der PGP-Verschlüsselung zu bewegen. Dann, so Cincinnatus, könne er mir Informationen zukommen lassen, die für mich sicherlich von Interesse seien. PGP steht für Pretty Good Privacy, ziemlich gute Privatsphäre. Das ausgeklügelte Hilfsprogramm dient dazu, E-Mails und andere Formen der Online-Kommunikation vor Aussperrungen und Hackerangriffen zu schützen. Durch das seit 1991 verfügbare Programm wird jede E-Mail praktisch mit einem Schutzschild umgeben, der aus einem Code mit Hunderten oder sogar Tausenden von zufälligen Zahlen und nach Groß- und Kleinschreibung unterschiedenen Buchstaben besteht. Jetzt geht es um mehrere Sachen, die damit zu tun haben, wie Snowden dem Greenwald davon überzeugen versucht, dieses PGP anzuwenden. Er hatte wohl auch davon schon gehört, aber sich bisher immer wieder vor der Kompliziertheit so ein bisschen zurückgezogen und hat das nicht geschafft. Daraufhin schickt Snowden ihm eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das führt so weit, dass er ihm irgendwie von anderen, internetaffinen Leuten ein Video zusammenstellen lässt, was er ihm extra dafür dann produziert, damit er PGP auf seinem Rechner einrichten kann. Weil Snowden natürlich in Angesicht der Tatsache, dass der einiges zu verbergen hat, natürlich nicht unverschlüsselt mit Greenwald kommunizieren will. Doch ich unternahm noch nichts, so Greenwald. Zu diesem Zeitpunkt machte sich bei Cincinnatus, wie er mir später sagte, allmählich Enttäuschung breit. Er dachte sich, da riskiere ich meine Freiheit, vielleicht sogar mein Leben, um diesem Mann tausende streng vertraulicher Dokumente des verschwiegensten Geheimdienstes des Landes zu übergeben. Ein Leak, aus dem sich Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von sensationellen journalistischen Knüllern machen lassen. Und er rafft sich nicht mal dazu auf, ein Verschlüsselungsprogramm zu installieren. So knapp war ich also davor, eine der größten und folgenreichsten Enthüllungen um die nationale Sicherheit, die es in der Geschichte der Vereinigten Staaten je gegeben hat, an mir vorbeigehen zu lassen. Bis ich also in dieser Angelegenheit wieder etwas hörte, vergingen 10 Wochen. Am 18. April flog ich von Rio de Janeiro, wo ich wohne, nach New York, um über die Gefahren staatlicher Geheimhaltungspolitik und Verstöße gegen die Bürgerrechte zu sprechen, die im Namen des Antiterrorkriegs begangen wurden. Nach der Landung auf dem John F. Kennedy Flughafen sah ich, dass ich eine E-Mail von der Dokumentarfilmerin Laura Poitras erhalten hatte. Sie schrieb: Bist du vielleicht zufällig kommende Woche in den USA? Ich würde mich gern mal wegen einer bestimmten Sache mit dir in Verbindung setzen, aber am liebsten persönlich. Nachrichten, die ich von Laura Poitras bekomme, nehme ich grundsätzlich sehr ernst. Sie ist einer der zielstrebigsten und furchtlosesten Menschen, die ich kenne, und hatte unter den riskantesten Umständen zahlreiche Filme gedreht, ohne eine Filmcrew oder den Rückhalt einer Nachrichtenagentur. Nur mit einem bescheidenen Budget, einer Kamera und ihrer Entschlossenheit. Als der Irakkrieg am heftigsten tobte, wagte sie sich ins sunnitische Dreieck,
wo sie My Country, My Country drehte, die unverbrannte Darstellung eines Alltags unter amerikanischer Besatzung, die für einen Oscar in der Sparte Dokumentarfilm nominiert wurde. So, die treffen sich dann und sie überzeugt ihn davon, dass er PGP einsetzen muss. Und es geht dann letztendlich irgendwann darum, dass die sich treffen wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will auch nicht zu viel vorgreifen. Ich empfehle kauft euch dieses Buch, lest es. Es ist, beinhaltet sehr viel mehr als nur die praktische Erfahrung, die Glenn Greenwald da gemacht hat. Ich komme jetzt weiter zu einem Punkt, wo Snowden dann im Weiteren erklärt, was seine Beweggründe waren, was ich sehr viel interessanter finde als jetzt so dieses ganze Organisatorische drumherum. Und zwar hat er ein Interview gegeben, was ja dann auch veröffentlicht wurde, und dazu schrieb er dann, neben seinem Manifest hatte der Informant ein Begleitschreiben für die Journalisten verfasst, die sein Dokumentenarchiv erhalten sollten. Darin wollte er seine Ziele und Absichten darlegen und prophezeite bereits, dass man ihn zur Unperson erklären würde. Zitat: Mein einziges Motiv liegt darin, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was in ihrem Namen getan wird und gegen sie eingesetzt wird. Die amerikanische Regierung hat in einer Verschwörung mit ihren Satellitenstaaten, insbesondere mit den Five Eyes, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, der Welt ein System geheimer, alles durchdringender Überwachung aufgezwungen, vor dem es kein Entrinnen gibt. Sie schützen ihre inländischen Systeme, indem sie den Bürgern durch Geheimhaltung und Lügen jeglichen Einblick verwehren und wappnen sich gegen öffentliche Empörung infolge eventueller Datenlecks, indem sie in übertriebener Weise geltend machen, sie könnten den von ihnen beherrschten, anderenfalls nur noch einen eingeschränkten Schutz bieten. Zum Zeitpunkt dieser Niederschrift ist geplant, alle neuen Kommunikationsdaten, die von diesem System erfasst und katalogisiert werden können, für Jahre zu speichern, neue, riesige Datenarchiv, beschönigend Missionsdatenarchive genannt, sind weltweit in Betrieb und in Bau, das größte davon im neuen Datenzentrum in Utah. Zwar bete ich dafür, dass das öffentliche Bewusstsein und öffentliche Debatten Reformen herbeiführen würden, doch man muss sich vergegenwärtigen, dass die Politik dem Wandel der Zeit unterliegt und sogar die Verfassungsgrundsätze untergraben werden, wenn es das Begehr der Mächtigen ist. Um mit einem historischen Zitat zu sprechen, lasst uns nicht mehr vom Vertrauen auf den Menschen sprechen, sondern haltet ihn durch die Ketten der Verschlüsselung von Unheilstiftung ab. So, jetzt überspringe ich einen ganz großen Teil und komme weiter. Es geht darum, was eigentlich überwacht wird. Also im Vorherigen werden hier also sehr schön auch diese PowerPoint-Folien, die man halt kennt aus der ersten Zeit der Veröffentlichung von Snowden, alle dargestellt und auch im Einzelnen sehr genau erklärt. Also was ist zum Beispiel PRISM, wie heißen diese einzelnen Programme, die die NSA einsetzt und was sich dahinter verbirgt. Da gibt es so lustige Namen wie Orange Crush und Silver Sapphire, FAA, DNI, Storm Brew und hast du nicht gesehen. Also ein Name ulkiger als der andere, aber was sich dahinter verbirgt, ist letztendlich gar nicht so ulkig. Und das Ausspähpotenzial, wenn man zum Beispiel weiß, dass alle Skype-Daten, was ja früher immer nur Gerücht war, abgegriffen werden. Ich habe international mit Firmen gearbeitet in der Flugüberwachung und die haben alle mit Skype kommuniziert. Also Singapur, Asien, Amerika, Deutschland, Europa. Da waren Betriebsgeheimnisse für Navigationssysteme, für den Flugverkehrssystem, wo ich einfach nur ein kleiner Designer war, der so Pixel geschubst hat. Aber wir haben halt über Skype kommuniziert und das waren allergrößte Betriebsgeheimnisse mit wirklich Patenten dabei, die da hin und her geschickt wurden. Und auch das ist von der NSA überwacht worden. Die von der NSA gesammelten Informationen lassen sich grob in zwei Klassen unterteilen. Inhalte und Metadaten. Mit Inhalten sind hier Telefongespräche, E-Mails und Online-Chats gemeint,
sowie aufgezeichnete Internetaktivitäten wie Browserverlauf und Suchgeschichte. Unter Metadaten versteht man die Daten über diese Kommunikationskontakte. Die NSA spricht hier von Informationen über Inhalte, nicht die Inhalte selbst. Zu den Metadaten von E-Mails beispielsweise gehören Absender und Empfänger, das Datum der Sendung und des Aufenthaltsorts des Absenders. Bei Telefongesprächen gehören zu diesen Informationen die Telefonnummern des Anrufers und des Angerufenen, die Dauer des Gesprächs und oft auch ihre Aufenthaltsorte sowie Angaben über die bei der Kommunikation verwendeten Geräte. In einem Dokument über Telefonanrufe skizziert die NSA die Metadaten, die sie erfasst und speichert. Und dann ist hier eine schöne Aufschlüsselung, das nennt sich Communications Metadata Fields in IC Reach. Und dann hat man da irgendwo eine lustige Tabelle und da findet man die ganzen Daten, die alle so mitbezeichnet wird. Die amerikanische Regierung hat wiederholt betont, dass ein großer Teil der durch Snowden aufgedeckten Überwachung die Sammlung von Metadaten nicht von Inhalten betreffe, was offenbar heißen soll, diese Art von Ausspähung verletze nicht oder zumindest weniger die Privatsphäre als das Abfangen von Inhalten. Dianne Feinstein erklärte in der Tageszeitung USA Today ausdrücklich, dass das Sammeln von Metadaten der Telefongespräche sämtlicher Amerikaner keine Überwachung darstellt, da dabei keine Inhalte der Kommunikation erfasst werden. Eine solche Argumentation ist unredlich, denn sie verschleiert die Tatsache, dass gerade die Überwachung von Metadaten mindestens einen genauso starken und oft sogar stärkeren Eingriff in die Privatsphäre darstellt, wie das Abfangen von Inhalten. Wenn die Regierung von jedem Bürger und jeder Bürgerin weiß, wen er oder sie anruft und von wem er oder sie angerufen wird und wie lange das Gespräch jeweils dauert, wenn sie Listen aufstellen kann über alle E-Mail-Kontakte dieser Bürger und jeden Ort, von dem ihre E-Mails abgeschickt wurden, dann ist sie in der Lage, ein verblüffend umfangendes Bild ihrer Lebensweise, ihrer Verbindungen und Kontakte, ihrer Aktivitäten samt einiger der intimsten und privatesten Informationen zu erstellen. Die Bürgerrechtsunion ACLU, die gerichtlich die Legalität der Metadatensammlung der NSA anzweifelte, reichte für das Verfahren eines eidesstattlichen Erklärung des Informatikprofessors Edward Felden von der Princeton University ein, in der dieser erklärte, warum gerade die Überwachung der Metadaten so viel über uns verrate. Das, finde ich, ist ein sehr schöner Satz, den sollte man sich mal, auch wenn er ein bisschen länger ist, aber der das ganz schön beschreibt, finde ich. Piraten können auch länger besetzen. Ja. Stellen wir uns einmal Folgendes vor. Eine junge Frau ruft ihren Gynäkologen an. Gleich darauf ihre Mutter. Dann einen Mann, mit dem sie während der vergangenen Monate häufiger nach 23 Uhr telefoniert hat. Als nächstes eine Familienberatung, die auch Abtreibungen durchführt. Daraus lässt sich eine schlüssige Geschichte herleiten, die sich so deutlich aus dem Abhören eines einzelnen Telefonats nicht ergeben würde. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal sacken. Und ansonsten hat er hier noch insgesamt zu den gesamten Gefahren immer wieder was gesagt. Also einfach auch, indem er so eine Art Fazit nach jeder Art der Überwachung schreibt. Auch dem möchte ich nicht zu sehr vorweggreifen. Aber ich habe mal eine Stelle rausgesucht, die das ganz schön beschreibt. Eine durchgreifende Machtausdehnung wird oft damit eingeleitet, dass man den Menschen weismacht, sie besträfe nur eine ganz bestimmte, eng begrenzte Gruppe. Diese Haltung ist nicht nur moralisch fragwürdig. Rassismus kann man nicht einfach hinnehmen, wenn er sich gegen eine Minderheit richtet. Und Hunger kann uns nicht egal sein, weil wir selbst genug zu essen haben. Sie ist auch äußerst kurzsichtig. Die Gleichgültigkeit oder sogar Unterstützung durch jene, die sich selbst gegen den Missbrauch staatlicher Macht gefeit glauben, führt dazu, dass sich diese Macht weit über ihre ursprünglichen Ziele hinaus ausdehnt, bis sie nicht mehr zu kontrollieren ist. Und das ist genau das, was du eben in deinem Schlusswort gesagt hast. Dafür gibt es zahllose Beispiele, aber das vielleicht jüngste und folgenreichste ist die Anwendung des Patriot Acts. In der Überzeugung, in Zukunft Terroranschläge rechtzeitig entdecken und verhindern zu können, genehmigte der Kongress nach dem 11. September nahezu einstimmig eine massive Ausweitung der Überwachung und des Inhaftierungsrechts. Dabei
Dabei wurde allerdings suggeriert, dass diese Machtmittel hauptsächlich gegen terrorbereite Muslime eingesetzt würden. Eine klassische Ausdehnung der Macht, die auf eine bestimmte Gruppe mit bestimmten Aktivitäten beschränkt ist. Was einer der Gründe dafür ist, dass die Maßnahme überwiegend Unterstützung fand. Ich erinnere nur an die Sachen und die Diskussion gerade im Landtag NRW. Ja? Salafisten. Ha, ha. Ja. Tatsächlich geschah etwas ganz anderes. Der Patriot Act wurde weit über seine ursprüngliche Zielsetzung hinaus angewendet. Seit seiner Verabschiedung ist er überwiegend in Fällen zum Einsatz gekommen, die nichts mit Terrorismus oder nationaler Sicherheit zu tun haben. Wie die Zeitschrift New York enthüllte, wurden zwischen 2006 und 2009 die Klausel zur heimlichen Durchsuchung, also ohne Information des Betroffenen, in 1618 Drogenfällen und 122 Betrugsfällen angewendet, aber lediglich in 15 Fällen, die mit Terroranschlägen zu tun hatten. Sobald die Bürger den neuen Regierungsbefugnissen einmal zugestimmt haben, weil sie glauben, nicht davon betroffen zu sein, werden sie zur festen rechtlich abgesicherten Institution und Widerspruch ist nicht mehr möglich. So war die wichtigste Erkenntnis, die Frank Church gewann, das Ausmaß der Gefahr, die die Massenüberwachung darstellt. In einem Interview des Fernsehmagazins Meet the Press sagte er, Zitat, diese Möglichkeiten können sich jederzeit gegen das amerikanische Volk wenden. Keinem Amerikaner bliebe dann noch ein Funken von Privatsphäre. So groß sind die Möglichkeiten, alles zu überwachen. Telefongespräche, Telegramme, einfach alles. Man könnte sich nirgends mehr verstecken. Sollte dieser Staat jemals zu einer Tyrannei werden, dann könnten ihn die von den Geheimdiensten entwickelten technischen Möglichkeiten in die Lage versetzen, eine totale Schreckensherrschaft zu errichten. Und man könnte nichts dagegen unternehmen, weil auch selbst der umsichtigste Versuch, sich zum Widerstand zu vereinen, dem Staat zur Kenntnis kommen würde. So groß ist die Macht dieser Techniken. So, schlimm genug, aber es gibt noch ein Nachwort. Das möchte ich euch noch kurz vorlesen und dann wäre ich auch am Ende. Bei unserem allerersten Kontakt sagte Edward Snowden, er fürchte nur eines, wenn er an die Öffentlichkeit gehe, dass seine Enthüllungen mit Gleichgültigkeit und Desinteresse aufgenommen würden und er dann sein altes Leben umsonst aufgegeben und für nichts eine Haftstrafe riskiert hätte. Zu behaupten, diese Befürchtung habe sich nicht bestätigt, hieße, seinen Fall enorm zu unterschätzen. Tatsächlich hatte die Geschichte im Laufe ihrer Entwicklung weit größere, nachhaltigere und weiterreichende Auswirkungen, als wir es jemals für möglich gehalten hatten. Sie lenkte die weltweite Aufmerksamkeit auf die Gefahren der allgegenwärtigen staatlichen Überwachung und deren durchgängige Geheimhaltung. Sie löste die erste Diskussion darüber aus, welche Bedeutung die Privatsphäre des Einzelnen im digitalen Zeitalter besitzt und führte dazu, dass Amerikas hegemoniale Kontrolle über das Internet mit kritischem, sehr kritischem Blick gesehen wurde. Sie veranlasste Menschen in aller Welt, die Vertrauenswürdigkeit von Äußerungen amerikanischer Politiker in Frage zu stellen und veränderte die Beziehungen zwischen Ländern. Auch die Ansichten über die Rolle des Journalismus im Verhältnis zur Staatsgewalt erfuhren einen radikalen Wandel. Und innerhalb der USA führten Snowdens Enthüllungen zu einem ideologisch breit gefächerten, parteienübergreifenden Bündnis, das eine tiefgreifende Reform des Überwachungsstaates fordert. Insbesondere eine Episode unterstrich die umfassenden Veränderungen, die Snowdens Enthüllungen bewirkt hatten. Nur wenige Wochen nachdem mein erster auf den Snowden-Dokumenten basierender Artikel für den Guardian publik gemacht hatte, dass die NSA massenhaft Metadaten sammelte, brachten zwei Mitglieder des US-Kongresses gemeinsam einen Gesetzentwurf ein, nachdem die Geldmittel für eben jenes NSA-Programm beschnitten werden sollten. Das Bemerkenswerte daran, es handelte sich bei diesen beiden um John Conyers, einen Demokraten aus Detroit in seiner 20. Amtszeit als Abgeordneter, und Justin Amash, einen Republikaner und Mitglied der Tea Party-Bewegung, der erst zum zweiten Mal ins Repräsentantenhaus gewählt worden war. Zwei unterschiedlichere Abgeordnete wird man sich kaum vorstellen können, und dennoch traten sie hier gemeinsam auf, einig in ihrer Gegnerschaft zu den Sperraktionen der NSA im eigenen Land. Und ihr Gesetzentwurf fand rasch Dutzende von Unterstützern quer über das gesamte ideologische Spektrum, von eingefleischten Demokraten bis hin zu hartgesottenen Republikanern. Ein höchst seltenes Ereignis in Washington.
Am Tag der Abstimmung über den Gesetzesentwurf verfolgte ich die Debatte darüber, während ich online mit Snowden chattete, der in Moskau auf seinem Computer ebenfalls die Sendung sah. Wir waren beide verblüfft, was sich da vor unseren Augen abspielte. Ich glaube, Snowden wurde bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal richtig bewusst, was er Großes vollbracht hatte. Ein Abgeordneter nach dem anderen verurteilte das NSA-Spähprogramm mit größter Entschiedenheit und mokierte sich über die Vorstellung, es sei zur Bekämpfung des Terrorismus notwendig, Daten über die Telefonate jedes einzelnen Amerikaners zu sammeln. Es war die bei weitem härteste Herausforderung des nationalen Sicherheitsstaats durch Kongressabgeordnete seit den Anschlägen vom 11. September. Dankeschön. Ja, ich sehe, während meine Worte, die ich da so vorgelesen habe, kamen ja schon so ein paar Punkte auf, die wir gleich diskutieren können. Uwe, ich bitte dich jetzt als Nächster vorzulesen. Die Frage ist, 5 Minuten Pause oder direkt durch bis zum Ende? Wie lange hast du? Kleiner gleich 10 Minuten. Dann würde ich sagen, durch, oder? Durch. Wie ihr wollt. So machen wir das gerne. Dann gehe ich jetzt nochmal noch kurz telefonieren. Mach das so. Na, dann machen wir doch 2 Minuten, bis dann irgendwie alle wieder da sind. Und, oder? Ja. Sag mal, haben wir oben noch eine volle? Nee, das ist die letzte. Aber es ist. Kannst du mir noch was einschicken? Berechenbar. Ja. Oder doch erst Wochen. Zeitlich eingrenzt. Mensch, Daisy, du wirst aber verwöhnt, ne?
Das Böse ist nur, die laufen gerade Okay, maybe now we see. Hallo? Charming boys and girls. Ja, ich glaube, die Forschungspause kommt dann gleich nochmal durchs Bild gehuscht. So wie der eine oder andere auch. Ja, Lesen gegen Überwachung, Safer Internet Day, 10.02.2015, für Düsseldorf heute die letzte Lesung. Also mittlerweile ist das allgegenwärtige Überwachen in der Realität des Alltages angekommen. Am heutigen Safer Internet Day bot es sich an, vorzulesen aus Texten, die diese Überwachung erklären, Probleme aufzeigen oder auch aus Texten, die schon lange vor Überwachung gewarnt haben. Zum Beispiel ist Überwachung in der dystopischen Romanliteratur, wie eben gehört, bei Orwell oder Huxley, schon allgegenwärtig. Ich möchte aber noch einen größeren Schritt zurückgehen und aus Texten lesen, die wesentlich älter sind, aus Texten, in der eine Überwachung der gesamten Welt beschrieben ist. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Richtig erkannt, wir befinden uns in der Bibel und da gibt es einen Gott, der sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Der Mensch soll also alles richtig machen, nicht aus Tugendhaftigkeit, sondern weil das allsehende Auge ihn sonst bestraft. Und auch Überwachung betreibt Gott, zum Beispiel, damit wir uns nicht einem fremden Gott zuwenden. Würde Gott das nicht erforschen? Denn er kennt die Geheimnisse des Herzens. Oder? Vom Himmel schaut der Herr herab. Er betrachtet alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er alle, die auf Erden wohnen. Er, der ihre alle Herz gebildet hat, bemerkt auch alle ihre Werke. Also hier könnte man heute auch problemlos an Internetüberwachung oder Überwachungskameras denken, aber ein paar weitere Beispiele. Die Augen des Herrn schauen an allen Orten beide, die Bösen und die Frommen. So heißt es in der Lutherbibel, in der Übersetzung von 1912. Aller Orten sind die Augen Jahwes, überwachen beständig die Bösen und die Guten. Das ist der gleiche Spruch aus der Textbibel 1899. Ich finde, furchterregende Bildsprache, aller Orten sind die Augen. Aber hier taucht der Begriff überwachen auch wortwörtlich auf. Überwachung ja, und es gibt noch mehr. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. Und du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Kriege haben. Interessant sind auch die Übersetzungen in andere Sprachen. Es scheint, dass die Engländer schon immer etwas eher auf dem Überwachungstrip waren, während es überall in Hiob 42,2 im Deutschen heißt, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist, wird aus dem Plan dann im Englischen
der überwachte Gedanke. Also es heißt in der King James Version, I know that thou canst do everything and that no thought can be withholden from thee. Es geht weiter. Denn seine Augen wachen über die Wege des Menschen. Er sieht alle seine Schritte. Es gibt keine Dunkelheit und wäre sie auch noch so finster, in der sich der Übeltäter vor Gott verstecken könnte. Denn ich beobachte sie genau und alles Böse, das sie tun, liegt offen vor mir. Denn Gott weiß alles. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. In der Elberfelder Bibel oder bei Luther heißt es, das Auge des Herrn. In der Neues Leben Bibel heißt die gleiche Stelle dazu, der Herr beschützt. Der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen, auf seine Gnade vertrauen. Das ist eine Sache, die wir auch heute immer hören. Überwachung sei gleichzusetzen mit Sicherheit, mit Beschützen. Das mag zwar in einer Religionslogik gewissermaßen kausal irgendwie miteinander verbunden sein, ich denke aber im Diesseits ist es nachgewiesenermaßen nicht so. Noch ein paar weitere Stellen. Gehorcht dem Herrn, eurem Gott, und befolgt alle seine Gebote, die ich euch heute gebe. Lebt so, wie es in seinen Augen richtig ist. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Bisher hatten wir jetzt ein paar Zitate aus dem Alten und Neuen Testament, aber auch im Koran finden sich Verse des ewigen Überwachers. Wahrlich, dein Herr ist auf der Wacht und allwissend ist Gott auch dort und die Sonne eilt vorwärts zu einem ihr gesetzten Ziel. Das ist die Anordnung des Allmächtigen, des Allwissenden. Und er hört und weiß, er ist allhörend, allwissend. Wissen Sie nicht, dass Allah weiß, was sie verbergen und was sie kundtun? Also hier geht es nicht einmal um die Frage, habe ich etwas zu verbergen, sondern es ist Klarheit, dass der Mensch gar nichts verbergen kann. Ob ihr das, was in eurem Gemüt ist, kundtut oder verborgen haltet, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen, denn dann wird er vergeben, wem er will, und strafen, wen er will. Und Allah hat die Macht, alles zu tun, was er will. Ob ihr verberget, was in eurem Herzen ist, oder ob ihr es kundtut, Allah weiß es. Er weiß, was in den Himmeln ist und was auf Erden. Und Allah hat Macht über alle Dinge. Dem Gesandten obliegt nur die Übermittlung der Botschaft. Und Allah weiß, was ihr offenlegt, was ihr verbergt. Sicherlich, sie krümmen ihre Brüste zusammen, um sich vor ihm zu verbergen. Sicherlich, wenn sie sich auch mit ihren Gewändern überdecken, er weiß doch, was sie geheim halten und was sie offenlegen. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Nun, was können wir für die heutige Zeit der technischen Überwachung durch Staaten und Unternehmen aus diesen Zitaten lernen? Ich weiß es nicht, aber ich stelle ein paar Fragen zur Diskussion. Diente die Bibel jeher dem Gefügigmachen der Menschen vor Obrigkeiten im Diesseits? Wurden mit Hilfe von allen diesen religiösen Texten schon immer Kontrolle und Macht legitimiert? Hat die göttliche Instanz in den abrahamitischen Religionen ein Voyeurismusproblem? Oder führt die Jahrhunderte überlieferte Überwachung dazu, dass Menschen überall auf der Welt so unkritisch mit staatlicher Überwachung umgehen, weil im Kopf die Grenzen zwischen Gott und Staat beziehungsweise zwischen Gott und unsichtbarer Datenflut verschwimmen? Gibt es Studien, die einen Zusammenhang herstellen? Sind etwa religiöse Menschen unkritischer bezüglich Überwachung? Müssen wir vielleicht ganz anders über die Gefahren der staatlichen und privatwirtschaftlichen Überwachung aufklären?
weil sie ja doch etwas ganz anderes ist als die freiwillige Überwachung durch einen Gott. Denn Gott, also so wie ich es persönlich sehe, entsteht ja im Geiste des einzelnen Menschen selbst. Und wer sich dann dessen Überwachung begibt, überwacht sich quasi auch nur selbst. Wir haben es aber heute schon mit einer realen, immanenten Überwachung zu tun. Und das hat im Zweifel deutlich realere Auswirkungen im Hier und Jetzt, als die für das diesseits recht auswirkungslose und wohl auch unschädlichere Überwachungsvorstellung durch einen transzendenten Gott. Ich danke und verweise jetzt auf den DJ Pangburn. Das findet man auf Twitter. Derjenige hat in einem englischen Artikel auf deathandtextesmag.com die von mir zitierten Bibel- und Korantexte vorgestellt und dort auch selber kritisch betrachtet. Ich werde vielleicht das Vorgelesene auch nochmal ins Web stellen, damit man auf die genauen Textstellen in den Werken dann irgendwie ein bisschen reingucken und das nachvollziehen kann. Und sag vielen Dank. Ich glaube, das wäre so ein bisschen stapelhaft geworden und das Blättern hätte dann irgendwie die Zeit noch weggenommen. Auch die ganzen einzelnen Texte sind natürlich zusammengestellt und nicht so in einer Reihenfolge. Aber vielleicht mag der Paki dann noch ein kleines Schlusswort irgendwie. Ich habe auch noch vielleicht ein paar historische Anmerkungen in den Stream geben. Oder wir lassen es vielleicht noch offen für eine kleine Diskussion und setzen mich einfach dazu. Das ist auch schön. Genau. Ja, was heißt Schlusswort? Also ja, ich würde schon sagen, dass wir im Anschluss jetzt noch so eine kleine Diskussion führen. Und okay. Ja, ich sag mal, wenn jetzt der Großteil der Leute sagt, so mach mal Stream aus, dann lassen wir das dann so langsam ausleiten. Aber ich denke schon, dass das für die Zuschauer im Stream auch interessant sind, was für Gedanken wir jetzt so im Verlauf der Lesebeiträge haben. Also der Punkt jetzt Überwachung in den Kontext zur Religion zu stellen, der sprengt ja nochmal das Thema um Längen. Also, ne, weil wir hatten. Ich bin gleich bei dir. Ich wollte jetzt nur mal den Bogen spannen. Also, wir haben angefangen mit dem Aufruf zum zivilen Ungehorsam von White Road über den sehr, ich sag mal, humoristischen Einlagen von Joachim von den beiden Texten, die du vorgelesen hast, die teilweise aus Science Fiction, teilweise sehr abstruse Übernahme der gesamten Gesellschaft durch Überwachungsfirmen und Apparate dann zu 1984 von George Orwell, wo das Ganze dann, also ich sag mal so im klassischen Bild des Big Brothers, der überall seine Finger drin hat, dann wieder in die Realität zurück mit Glenn Greenwald. Und jetzt dann nochmal der Einwurf, was hat das Ganze mit Religion zu tun? Also ich moderiere jetzt einfach mal, halt mich zurück, ich rufe euch auf, ihr zeigt einfach auf und dann bitte. Ich eröffne jetzt hiermit die öffentliche Diskussion. Forschungstorte, du warst zuerst, dann Susa, dann Joachim und dann Atari Frosch. Achso, mein Beitrag wäre ein bisschen länger. Weil es gerade was die Religion betrifft und dann auch dieses Aufmüpfen gegen Überwachung und gegen Zensur. Also wenn man das sich historisch anschaut, hat man gerade das 18. Jahrhundert, das ist ein Zeitalter, in dem eben die Aufklärung wirklich begann. Und das ist halt auch das Jahrhundert, aus dem ein sehr berühmtes Lied stammt, das auch Piraten und andere Menschen gerne immer wieder singen. Das sind die Gedanken sind frei. Das ist eben auch ein Lied, worum es eben geht, das würde ich hier sagen, es ist nicht nur um irgendwelche Obrigkeit geht, wie es dann später im nächsten Jahrhundert von Fürst von Metternich und andere ging, wo es um Überwachungsstaat ging, sondern auch eben um
würde ich jetzt mal ganz mutig behaupten, wo es auch darum ging, ja, meine Gedanken sind frei auch vor Gott oder irgendwelchen anderen Wundertieren, weil eine gewisse Aufgeklärtheit auch bedeutet, ich bin für meine eigenen Gedanken und auch für mein eigenes Handeln selbst verantwortlich. Und das 18. Jahrhundert ist halt auch die Zeit, in der sich sehr viele Menschen emanzipiert haben und eben auch sehr viel Kritik an Kirchlichkeit und auch an Überwachung und eben die Französische Revolution passiert ist eben. Und ich denke, was eben deine Geschichte mit Religion betrifft, da würde ich halt einfach Leuten, die halt Lust drauf haben, sich einfach das Lied Die Gedanken sind frei mal zur Brust zu nehmen, das ein bisschen mal anzugucken, vielleicht einfach ein bisschen rum zu recherchieren. Ja, also ich glaube, wenn wir heute Abend das Nachdenken angezettelt haben, dann war es ein guter Abend. Also lieber Uwe, ich bin ziemlich beeindruckt gewesen von deinem letzten Beitrag, wie von allen anderen Beiträgen auch. Der Klassiker Orwell, der bei mir nochmal so ein bisschen DDR-Atmosphäre hat aufkommen lassen, auch durch sein Alter gegenüber anderen Visionen, die jetzt sagen, hey, wir machen das alles viel sanfter, sodass die Leute das gar nicht merken. Ja. Das, was du, Uwe, geschildert hast, und ich denke, wir haben das in unserem Parteiprogramm stehen, Religionsfreiheit, Überzeugungsfreiheit, individuelle Überzeugungsfreiheit. Das, was in den dass es da jemand gibt in der transzendenten Welt, der selber nicht eingreift, der aber alles von einem weiß, ne? Und der einen behütet. Das ist ja eigentlich ein ganz anderes Subjekt als das, was jetzt die NSA repräsentiert. Das heißt, alles das, was Menschen tun, wenn sie andere überwachen, ist verglichen mit diesen religiösen Aspekten eine Form von Anmaßung. Das Religiöse, an jemanden zu glauben, der ich als Agnostiker und viele andere Atheisten können damit sicher leben, dass sie akzeptieren, dass andere diese Überzeugung haben, dass sie sich danach sehnen, dass es ein solches Subjekt gibt, in dem Sinne, dass sie daran glauben. Das haben wir zu tolerieren, das hat was mit Toleranz zu tun und auch was mit Akzeptanz von jemand zu tun, von Leuten zu tun, die halt diesbezüglich anders denken und auch der Welt anders gegenübertreten. Aber dass tatsächlich ein Staat oder Teile eines Staates hergehen und jetzt diese Form von I would like to care for you tatsächlich leben und sagen, wir tun das zu eurem Wohl, das ist Anmaßung. Und es gibt, glaube ich, einen Unterschied zwischen der religiösen Überzeugung des Einzelnen und der Instrumentalisierung von religiösen Überzeugungen durch andere, die sich da was anmaßen. Also ich danke euch auch. Ich fand das sehr inspirierend heute und ich freue mich drauf, dass wir das wiederholen. Ich hoffe, das werden wir schaffen. Du hast jetzt sehr gute Gedanken bei mir geweckt, Uwe. Und zwar in dem Sinne, dass ich das gar nicht mit Religion in Verbindung bringe, sondern vielleicht hat der Mensch einen Wunsch nach Überwachung. Vielleicht möchte der Mensch das kleine Kind sein, das von seinen Eltern beschützt und überwacht und versorgt wird. Und vielleicht erklärt das auch, warum so wenig Menschen sich wirklich ernsthaft gegen Überwachung aussprechen. Danke. Eben auch noch mit einem Tweet so ein bisschen auf Twitter gespielt habe und ja auch durchaus Leute im Stream sitzen, die hier mitschauen und das auf Twitter kommentieren. Und da kam also jetzt, möchte ich euch nicht vorenthalten, so ein paar Einwürfe, zum Beispiel von Frau Mayer, dass sie jetzt gleich einen Drang dazu bekommt, darüber eine theologische Abhandlung zu schreiben. Dass ein Florian Wagner fragt, ihr meint also, dass wir überwacht werden, weil es Gott gibt? So neu ist das jetzt nicht. Und Schreibreform wirft durchaus ein wenig humoristisch ein. Wenn Mitkrieger eine Kausalität zwischen Gott und irgendwas herstellt und nicht aufzeigt, würde ich mir Sorgen machen. So, ich weiß nicht, ich glaube, als nächstes war Atari Frosch und dann Winnie. Ja.
Du hast, Patrick, vorgelesen, dass Glenn Greenwald berichtet hat, dass Überwachungsmaßnahmen, die angeblich gegen Terrorismus waren, dann gegen, sagen wir mal, weniger schwere Verbrechen. Ja, genau. Das gilt ja keineswegs nur für die USA. Mir ist da eingefallen, dass in Deutschland ja das Bankgeheimnis mehr oder weniger platt gemacht worden ist, wegen dem Terrorismus. Nee, wegen der Steuererziehung. Nee, nicht mal das, sondern um Erwerbslose zu überwachen. Da wird auf den Konten geschnüffelt. Wer interessiert sich denn für Steuerhinterzieher? Sonst hätten wir doch jetzt nicht das HSBC-Problem. guter Punkt. Winnie ist dran. Entschuldigt, du hast natürlich jetzt das große Glück, als letzter Redner sofort bombardiert zu werden mit entsprechenden Rückfragen. Ich finde es toll, dass du so tief in die Historie zurückgegriffen hast, um das Thema der Überwachung zu konkretisieren für uns. Wir alle kennen von den Ständen her immer wieder die netten Bürger, die sagen, also ich begreife überhaupt nicht, was richte so auf, ich habe doch überhaupt nichts zu verbergen. Was steckt dahinter? Und das hast du mit deinen Beiträgen gezeigt. Es ist im Grunde genommen dieses Bedürfnis, geschützt zu sein und sich auch geschützt zu fühlen von einer Macht. Der Staat als Beschützer des Bürgers darf alles wissen. Ich tue ja nichts Unrechtes. Aber deswegen muss mein Nachbar noch lange nicht wissen, wann ich meine Tampons kaufe. Und das dem Bürger klarzumachen, dass es nicht die große liebende Kraft ist, die da alles wissen will, sondern die Industrie und sonstige Kollegen, die gerne herumschnüffeln und ihren privaten Nutzen aus diesen Informationen ziehen. Das müssen wir den Bürgern klar machen. Das ist verdammt harte Standarbeit. Und ich glaube, das können wir auch schaffen. So ein kleiner anderer Tipp. Ich bin ja auch ein frommer Bürger. Könnten wir vielleicht das Thema an die jeweiligen Redner noch binden, damit jeder zu seinem Thema noch eine Rückfrage bekommt. Sonst wirst du scheinheilig gesprochen. Ja, sind da noch Fragen? Ich möchte nur, was Glauben oder Theologie betrifft, mal so ein bisschen etwas. Manche hassen mich als immer für diesen Begriff, aber so ein bisschen den Advocatus Diaboli reinschmeißen. Denn es gab schon seit dem Platonismus und später Aristoteles und dann vor allem im 12. Jahrhundert im Mittelalter bei den Theologen, das als sehr aufgeklärte Zeit galt, also quasi fast dem sozusagen Atheismus dieser damaligen Zeit innerhalb der Kirche galt, war die negative Theologie. Das negative Theologie bedeutet, irgendwelche positiven Aussagen über einen Gott oder eine Gottheit können nicht irgendwie wahr sein. Also man könnte höchstens negative Dinge irgendwie annehmen und irgendeine Allwissenheit, die also eine positive Auslegung einer Gottheit darstellen würden, wären irgendwie doch falsch. Und schon allein da, was Religiosität betrifft, kann man schon also in sich selbst als System von Religiosität, Katholizismus schon einen Widerspruch erkennen und sagen, dass ein religiöser Mensch per se nicht immer jemand ist, der also ganz jetzt ganz grob gesprochen, und es tut mir leid, dass ich das so sage, aber ganz grob gesprochen, blauäugig denkt, da ist so ein lieber Gott mit einem weißen Bart da, der uns alle überwacht. Nein, also jetzt ein ganz doofes Beispiel, ich schmeiß das nur so rein. Was denkt ihr, woher diese ganze Systematik der Engel kommt? Als Übermittler, als Nachrichtenüberbringer, des Gottes irgendwie. Und also gerade also aus der Zeit des 12. Jahrhunderts, Pseudo-Dionysos und so weiter, guckt einfach auf Wikipedia, ich erkläre euch nicht viel, aber guckt, denkt und schaut. Also selbst im Bereich des Katholizismus und des Glaubens ist unheimlich viel Skepsis da. Hey honey, that's what we call rock'n'roll. Oh Gott. Sorry, but I go to raves.
Ja, und ich wiederhole es nochmal, wenn wir es geschafft haben, auch zum Denken anzuregen, dann war es eine richtig gute Sache heute Abend. Und ich danke allen, die jetzt hier waren und auch natürlich allen im Stream, die sich's angeschaut haben, auch allen, die sich's vielleicht noch in der Aufnahme später anschauen. Und Leute, denkt drüber nach und beschäftigt euch mit dem Thema. Ja, ich schließe das mal mit diesem religiösen Punkt ab, indem ich sage, Jesus hat auch nicht alles unwidersprochen gelassen, was sein großer Vater ihm gesagt hat. Es gibt ein paar Leute, mit denen würde ich verdammt gern mal ein Bier trinken gehen, und es gibt ein paar Leute, mit denen würde ich das explizit nicht tun. Guten Abend. Das war das, was wir beim Handicap waren. Das war eigentlich. 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 Das war eigentlich.